So, guten Abend. Ich denke, wir fangen mal an. Freue mich, dass Sie alle da sind. Muss man auch gleich sagen, freue mich nicht über alle, die nicht da sind. Was natürlich nicht Ihr Problem ist, aber das ist eindeutig die schlechteste Beteiligung ever, seit ich diesen Elternabend mache. Dummerweise, genau in dem Jahr, wo wir so viele Smartphones in der Klasse 5 haben wie nie zuvor, nämlich irgendwie 69%. Mein Name ist Günther Steppich, ich bin hier Englisch- und Sportlehrer. Also schon mal so ein Hinweis, man muss kein Informatiker sein, um sein Kind in Bezug auf Internet, Smartphones und so weiter schlau zu machen. Ich bin ins Thema auch eingestiegen mit meinen eigenen Kindern. Die waren auch hier in der Schule, die haben aber 2012 und 2014 Abi gemacht. Also als Vater bin ich aus dem Thema Medienerziehung komplett raus mittlerweile. Ich habe jetzt am Montag hier in der Schule die Tour durch die Klassen 5 beendet und habe mal gleich zwei Fragen an Sie. Wer von Ihnen würde sich denn selber als gutes Handyvorbild für sein eigenes Kind einschätzen? Das passt zu der Umfrage unter den Kindern. Weil also geschlagene 90% aller Fünftklässler heben die Hand auf die Frage, wer ist regelmäßig genervt von der Handynutzung seiner Eltern? Und dann kommen dann so Stories, ja, wir dürfen beim Essen keine Smartphones benutzen, aber Papa macht es trotzdem. Ne? Oder Mama sagt immer, ja gleich. Ne? Und nach einer Stunde ist sie immer noch am Handy und ich habe nur eine einfache Frage. Und von daher ging mir früher auch schon so, nicht beim Smartphone, sondern am Rechner, sich auch immer mal selber hinterfragen, ist man eigentlich ein gutes Vorbild, weil ich glaube, Karl Valentin war das, dieser bayerische Komiker, der hat gesagt, du kannst deine Kinder gar nicht erziehen, die machen dir alles nach. Zweite Sache, die interessant war, ich habe alle Klassen gefragt, wem haben seine Eltern erklärt, wie man reagiert, wenn man auf der Straße von Fremden angesprochen wird. Fast alle Hände oben. Zweite Frage, wem haben die Eltern erklärt, wie man reagiert, wenn man online von Fremden angesprochen wird? Und das war dann sehr überschaubar. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Themen heute Abend, das Kontaktrisiko für Kinder im Internet war noch nie größer, als wenn man ein Smartphone in der Hand hat. Und viele Eltern geben natürlich ihrem Kind ein Smartphone zum Übergang in die 5. Klasse, um das Leben des Kindes sicherer zu machen. Wenn man auf dem Schulweg irgendwie den Bus verpasst oder er fährt nicht, kann man zu Hause anrufen. Viele haben aber nicht auf dem Schirm, dass man das Leben der Kinder durchaus gefährlicher macht, wenn man dieses Handy nicht altersgemäß einschränkt. Und das wird so im Kern das Thema von heute Abend sein. Wir machen heute einen Crashkurs zum Thema Medienerziehung, was man aus meiner Sicht als Eltern heutzutage über Kinder und Internet wissen muss. Haben Sie zu meiner Startfolie irgendwelche Fragen, bevor wir weitermachen? Denn das sind so die Apps, die mir in den letzten 2 Jahren die meisten Fälle beschert haben. Kinder machen im Internet irgendwelche Erfahrungen, die nicht so schön sind und kommen dann zu mir und wollen geholfen bekommen. Wenn Sie das alles kennen, haben wir schon mal eine gute Ausgangsposition. Wenn nicht, fragen Sie gerne. Genau, kommt immer. Wer von Ihnen kennt Omegle? Die Info habe ich bekommen, ich glaube letztes Jahr, von 5-Klässlern. Ne? Man steht so entspannt in der Pause rum, kommen 2 Jungs aus der 5. Klasse und sagen, kennen Sie schon Omegle? Und ich sage, nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, können Sie ja mal ausprobieren. Dann habe ich das ausprobiert, war eine Website, wo man ohne Anmeldung mit fremden Menschen Videochats machen konnte. Meine persönliche Erfahrung war, die ersten Chatpartner, die ersten 10 waren Männer und 9 davon waren ohne Klamotten. Und davon erzählen wir dann 5-Klässler. Früher hieß das Chatroulette, kommt alles wieder in neuem Gewand. Weitere Unbekannte. Ja, BeReal ist das allerneueste, wo habe ich es hier unten? In der Unterstufe nicht so das Thema, aber 7., 8. Klasse. Kennt es jemand? Man muss zu einer bestimmten Tageszeit innerhalb von 2 Minuten ein Foto machen, posten, meine Kontakte sehen es alle und ich habe keine Chance zur Nachbearbeitung. Also es ist do or die. Und dann passieren eben auch Fotos, wo jemand gerade auf Toilette ist, er hat nur 2 Minuten Zeit, macht er halt auf dem Klo ein Foto von seiner runtergelassenen Hose, nicht hier an dieser Schule, aber an anderen Schulen schon erlebt und dann ist es auf Windeseile rum in der ganzen Schule und einer, der das Foto mal lustig fand,
hat überhaupt keinen Spaß mehr. Novu, sind Sie Single? Brauchen Sie es nicht. Vielleicht kennen Sie Tinder, nur so vom Hörensagen natürlich. Ne? Und es ist eine Dating-App, wo man wahllos potenzielle Partner und Partnerinnen angezeigt bekommt. Links wischen heißt, gefällt mir nicht. Rechts gefällt mir. Novu sind vor allem sehr viele Teenager und auch Kinder unterwegs. Und Novu hat ein besonderes Problem. Das kann man nur benutzen, wenn man die Ortung anmacht. Und es hat ein Radar, wo dann jeder sehen kann, wo die aktuellen Chatpartner gerade sind in der Nähe. Wenn die im Bus sitzen, bewegen die sich. Das ist schon so ein bisschen gruselig. Und dann, ich komme aus Eltville, da haben wir an den beiden Schulen in Eltville, als es losging vor 4, 5 Jahren, 30 Mädels aus der Unter- und Mittelstufe gefunden, die in Novu angemeldet waren. Warum auch immer. Die auch alle viel älter aussahen, als sie tatsächlich waren. Weil man sich dann natürlich entsprechend pimpt und mit Filtern aufhübscht und so weiter. Sonst noch Unbekannte? Telonym ist die einzige deutsche Applikation auf der Folie. Da, wie der Name schon sagt, da kann man sich, oder meldet man sich anonym an, stellt anonym Fragen und die werden auch anonym beantwortet. Also Beispiel, wer ist die blödeste Schlampe aus der 9a? Anonym gefragt. Da gibt es eine Menge Antworten. Und dann haben wir ein Mädchen, das nicht mehr in die Schule gehen möchte. Snapchat. Okay. In diesem Jahrgang, ihr seht gleich die Zahl, haben, ich glaube, 30 Kinder oder so Snapchat. Ist also durchaus eine App, von der man als Eltern gehört haben sollte, wenn die Kinder dann überhaupt fragen müssen, ob sie die App installieren dürfen. Und über Snapchat kann man Bilder verschicken, die sich nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder löschen. Von einer Sekunde bis 24 Stunden einstellbar. Und vor allem intime oder peinliche Fotos werden gerne mal auf eine Sekunde eingestellt, damit der Empfänger nur mal eben kurz schauen kann. Und man hat nicht auf dem Schirm, dass er vielleicht ein zweites Handy hat, mit dem man das abfilmt oder auch, dass er einen Screenshot macht. Wenn Sie sagen, das haben 30 Kinder, meinen Sie alle, wir reden nur von 5-Klässlern? Nur von den 5-Klässlern, ja. Ich zeige Ihnen gleich, ich war ja Anfang des Schuljahres in allen Klassen, habe eine Umfrage gemacht und die Zahlen habe ich gleich dabei. So, ich schätze mal, der Rest ist einigermaßen bekannt. Meta? Meta ist der Mutterkonzern von ehemals Facebook. Also zu Meta gehören Facebook, Instagram und WhatsApp. Das heißt, wenn Sie bei WhatsApp sind, sind Sie automatisch bei Facebook, bei Insta, weil alles zu Meta gehört. Und die tauschen alle untereinander lustig Daten aus. Meine Kinder spielen Minecraft bisher offline, die wollen aber unbedingt online. Worauf sollte ich achten? Ja, warum habe ich Spiele hier drauf? Zwei Gründe. Einmal der Zeitfaktor. Wir haben vor allem viele Jungs, die selber sagen, ich könnte in der Schule besser sein, aber ich zocke zu viel. Ja? Und ich kann es selber nicht lassen. Und meine Eltern schränken es mir nicht ein. Punkt eins. Heftiger aber noch das Kontaktrisiko. Wenn Sie online spielen, spielen Sie auf dem Server. Das sind wildfremde Menschen. Und darüber habe ich mit den Klassen auch gesprochen, wie man reagiert, wenn man von wildfremden Menschen auf komische Art und Weise angesprochen wird. Wir haben also auch mindestens 10 Minuten in jeder Klasse über das Thema Pädophile gesprochen, weil die meisten Kinder gar keine Ahnung haben, was das ist. Ne? Also sie müssen nicht das Wort kennen, aber die müssen wissen, dass es erwachsene Menschen gibt, die sich an Kinder ranmachen wollen, sexuelles Interesse an Kindern haben und das ist im Internet eine Heuschreckenplage. Wenn ich mich in Minecraft anmelde und mich Jonas 10 nenne, dann dauert es nur Minuten, bis der erste Erwachsene mich anspricht. Schon zigmal ausprobiert, auch als meine Kinder noch hier waren, 12, 13 Jahre alt waren, die waren auf knuddels.de, eine Plattform, die heute von Kindern gar nicht mehr benutzt wird, aber da war das auch Minutentakt. Die Polizei schätzt in Deutschland ca. 300.000 pädophile Männer, Frauen gibt es fast gar nicht und das Internet ist für die eine Steilvorlage, weil man sich da total leicht anonym machen kann und dann einfach auf den Plattformen, wo die Kinder sich alle aufhalten, massenhaft Kinder ansprechen kann. Und die Unaufgeklärten fallen dann meistens rein und haben komische Erfahrungen. Ja, FIFA ist genau das Gleiche. FIFA können Sie auch online spielen und Kontakt mit Fremden haben. Und Smartwatches hatten wir zwei lustige Vorfälle Anfang dieses Schuljahres in der Klassenstufe 5. Die eine Kollegin geht da hinten 500 Meter entfernt auf den Spielplatz und prompt ruft eine Mutter in der Schule an, im Sekretariat und sagt, mein Kind ist nicht mehr in der Schule, was ist da los?
Sekretärin, keine Ahnung, klärt sich dann auf, die waren auf dem Spielplatz. Ein paar Tage später ruft wieder eine Mutter an und sagt, mein Kind ist nicht mehr in der Schule. Und die Sekretärin sagt, wie, woher wissen Sie das? Ja, das ist nicht mehr auf die Map. Sekretärin rennt wieder los in die Klasse rein, das Mädchen sitzt da völlig fröhlich, schaut auf seine Apple Watch und sagt, oh, mein Akku ist leer. Und also ich kann es vorwegnehmen, wir kommen dann nachher nochmal drauf. Ich finde es sehr problematisch, wenn man als Eltern sein Kind permanent trackt. Gut gemeint, man weiß immer, wo das Kind ist, aber für mich sind viele Eltern auch an dieser Schule gar keine Helikopter mehr, die sind Drohnen. Die schweben permanent über ihrem Kind, dann kommt ein minimales Problem. Beispiel, auch wieder eine Mutter, die sind irgendwie mehr bemutternd als Väter, mein Eindruck, sagt mir, ich habe mein Kind in den ersten 2 Wochen 3-mal aus dem falschen Bus geholt. Und ich frage, wie geht denn das? Ja, wir haben da so eine Family-App, dann sehe ich immer, wo der so lang fährt. Ne? Und dann habe ich gefragt, warum mussten Sie Ihr Kind denn beim 2. und 3. Mal wieder aus dem falschen Bus holen? Das hat doch eine Gymnasialempfehlung. Weil Sie haben Ihrem Kind beim 1. Mal und beim 2. Mal und beim 3. Mal eine lebenswichtige Erfahrung einfach geklaut. Das passiert einmal, dann auf einmal merkt man, oh, ich bin ja in Dotzheim oder was weiß ich. Dann muss man rausfinden, wie man zur Schule kommt, am besten ganz alleine. Und dann ist das Kind 1 Meter größer und hat Selbstvertrauen gewonnen. Mein Sohn war auch hier, wir wohnen im Rheingau in Erbach. Und damals gab es mehrere Züge in den Rheingau. Und er ist in der 1. Woche einfach an Erbach vorbeigefahren. Und er kam dann in Geisenheim raus. Und ich war dann irgendwann zu Hause, höre den Anrufbeantworter ab. Mein Sohn ist da drauf und sagt, Papa, mach dir keinen Stress. Ich bin hier gerade beim Schaffner am Zugtelefon. Wir sind gleich in Geisenheim. Ich weiß auch schon, wie ich zurückkomme. Alles gut. Kam nach Hause, 1 Meter größer gefühlt. Meine Frau stolz wie Oscar, ich mich auch gefreut. Ne? Und die Frage an Eltern, die sowas machen, ist, wann wollen sie denn aufhören? Ihre Kinder immer zu tracken und jedes kleine Problem sofort wegzuräumen. Also die Drohne wird zum Rasenmäher, macht alles platt vor dem Kind und es hat gar keine Chance, einfache Probleme selber zu lösen. Hört man dann mit 12, mit 14, mit 16, mit 18 auf, wenn das Kind heiratet oder beim 1. Enkel. Ne? Dozenten von den Hochschulen sagen mir, die Studierenden werden eigentlich jedes Jahr unselbstständiger. Ich weiß nicht, ob die auch noch zu Hause anrufen und sagen, Papa, wo ist denn der Hörsaal? Ich finde den nicht, aber ich finde es hochproblematisch, weil man verhindert damit, dass die Kinder erwachsen, selbstständig, unabhängig werden, Selbstvertrauen entwickeln. Und meine Krönung war, dass ein Vater mir gesagt hat, wenn mein Kind entführt wird, dann kann ich der Polizei den Standort sagen. Muss man, glaube ich, nicht weiter erläutern. Ne? Das ist alles gut gemeint. Ganz schlimm, letztes Jahr, einem 5-Klässler läuft die Wasserflasche aus. Er nimmt seinen Ranzen, stülpt alles auf den Tisch und als letztes fällt ein Apple AirTag auf den Tisch. Und er wusste das nicht. Also ich habe so ein Ding hier an meinem Schlüssel. Wenn ich den irgendwo liegen lasse, weiß ich, wo der ist. Weil ich habe schon mal meinen Rollerschlüssel verloren und der war dann nicht mehr aufzufinden. Ich weiß aber, dass das Ding dann dran ist. Und meine Frau kann nicht immer sehen, wo ich bin mit dem Teil. Könnte ich auch machen. Aber der Junge, der war so böse auf seine Eltern. Der hat gemeint, Herr Steffich, ich hasse meine Eltern. Ich spreche nicht mehr mit denen. Und also ich empfehle Ihnen dringend, wenn Sie es schon machen, machen Sie es auf keinen Fall heimlich. Und nutzen Sie die Möglichkeiten so, dass Ihr Kind, wenn es ein Problem hat, den Tracker anmachen kann, damit Sie sehen können, wenn es ist, wenn es alleine nicht klarkommt. Aber machen Sie nicht permanent Dauerortung. Das ist meine Website. Da finden Sie alle meine Folien und noch viel mehr. Ich habe heute wieder 60 Folien dabei und wir werden maximal 35 schaffen. Das sind auch die wichtigsten. Dafür braucht man mittlerweile 2 Stunden. Ich zeichne das heute Abend auf. Das kommt auf meinen YouTube-Kanal. Sie sind natürlich nicht zu sehen. Und wenn irgendwie private Fragen kommen oder so, schneide ich die auch raus. Mein letzter ist schon wieder 2 Jahre alt. Da sind einige Sachen passiert seitdem. So, das ist meine sehr vereinfachte Darstellung des Internets. Wenn man sich das Internet als einen Ozean vorstellt, dann haben wir an der Oberfläche lauter tolle Sachen, die wir machen können, unbestritten. Internet finde ich super. Wenn Sie mich fragen, ob ich einen Teil des Internets gerne abschaffen würde, dann fällt mir eigentlich immer nur Social Media ein.
weil das immer mehr Anti-Social Media wird. Und ich sage auch ganz offen, ich persönlich hätte gerne ein Gesetz, das Social Media unter 16 nicht erlaubt. Wobei das wahrscheinlich schwer durchzusetzen wäre, aber ich kenne mittlerweile etliche Menschen, die in Social Media Konzernen arbeiten, in hohen Positionen, und die sagen alle, meine eigenen Kinder kriegen unter 16 kein Social Media und ein Smartphone so ab 14, plus minus, also 8. Klasse. Wir haben jetzt aber 69% in der 5 schon. Und viele von denen sind nicht altersgemäß limitiert. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. In dem Ozean gibt es ein U-Boot, in dem sitzen 5 Milliarden Menschen, die gerade alle online sind, weltweit. Und da sind 2 Milliarden Websites. Ist das ein Boot, in dem Sie Ihr Kind unbeaufsichtigt mitfahren lassen würden? Also ich hätte da meine schon vor 15 Jahren nicht alleine reingelassen. Wir haben eigentlich die gleichen Probleme wie damals, aber mittlerweile durch Smartphones und immer höhere Datenraten einen ganz anderen Level erreicht. Die Themen hier, die hatten wir auch, als meine Kinder schon in der Schule waren. Aber die waren viel überschaubarer. Dann konnte ich noch einen Elternabend machen in 90 Minuten und hatte alle wichtigen Themen durch. Heute haben wir nach 2 Stunden ungefähr die Hälfte. Das sind meine Kinder. Damals noch in der Grundschule, 4. und 2. Klasse. Auf dem Foto, auf meinem Flyer, der liegt da hinten auf dem Tisch am Eingang. Und die waren am Rechner im Kinderzimmer, den wir auch schon online über ISDN, also die Geschwindigkeit, die wir heute haben, wenn unsere Daten flat abgelaufen ist. Kann man nur noch texten. Die konnten den Rechner nicht selber anmachen. Meine Frau ist Informatikerin, die hat eine Software drauf gespielt, die den Rechner nach 30 Minuten vollautomatisch runtergefahren hat, und anmachen konnten nur wir nehmen, weil nur wir hatten das Passwort. Und das Internet bestand aus einer sogenannten Whitelist, das heißt, es gab eine Liste, da mussten wir jede einzelne Seite, die die Kinder benutzen durften, von Hand eintragen. Das Kindernet, was die da hatten, bestand aus ungefähr 30 Seiten und keine einzige hatte eine Chatfunktion, weil das Pädophilenproblem damals schon uns bekannt war. Wer von Ihnen kann ein Smartphone für 10-Jährige altersgemäß einschränken? Kann man schon, aber genau, so. Das ist das eine, man kann das, weil alles, was Sie einstellen, kann man auch knacken. Ich habe auch schon hier in der 5 jetzt wieder Infos bekommen, Insider-Infos, deswegen bin ich Experte. Weil mir Schüler immer wieder Sachen erzählen, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre. Letztes Jahr, 6. Klasse, Herr Steppich, schauen Sie mal, wenn ich mein Handy runterfahre, mein iPhone, die SIM-Card rausnehme und es wieder anmache, dann ist die Bildschirmzeit aus. Und zu Hause brauche ich ja keine SIM-Card. Da haben Sie gesagt, oh, tolle Info, kann ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht mit Updates, weiß man nie, aber die Kinder haben so viel Zeit, solche Beschränkungen zu knacken, viel mehr als wir. Das heißt, benutzen wir es auf jeden Fall. Apple, Bildschirmzeit, Google Family Link, Microsoft Family und so weiter. Aber verlassen Sie sich nicht drauf. Schauen Sie immer wieder mal auf die Geräte, und oft wundert man sich dann, wenn man dann in die Statistiken reinschaut, was da alles so gelaufen ist. Problem, wenn Kinder in die Pubertät kommen, und da haben wir auch immer schon immer mehr Fünftklässler mittlerweile, dann sind die wie Krebse in der Pubertät. Die wachsen, müssen ihren Panzer abwerfen, sind in einer sehr gefährlichen Lebensphase und auch sehr empfindlich. Und ein sicheres Zeichen, dass die Pubertät angefangen hat, ist, wenn auf einmal ihr Kind sagt, wenn meine Zimmertür zu ist, dann musst du anklopfen. Und erst wenn ich hereinsage, darfst du die Tür aufmachen. Habe ich bei meiner Tochter erlebt, so mit 12. Und da war ein einschneidendes Erlebnis, sie hatte schon einen Laptop im Zimmer. Der war auch nicht mehr gefiltert, weil das mit 12, 13 schon keinen Sinn mehr machte, dann wäre der für die Schule unbrauchbar gewesen. So, eines Tages stürze ich da rein, weil ich irgendwas fragen will, klopfe, mache die Tür auf, meine Tochter sieht mich und klappt den Deckel vom Laptop zu. Wie würden Sie reagieren? Jemand einen Vorschlag? Einen ehrlichen? Bitte? Mach wieder auf. Ja. Warum nicht? Hatte ich schon das Passwort nicht mehr. Also ich war etwas, das ist so, wenn ich an der Polizeiakademie Fortbildung halte, sagen Polizisten immer, Rechner wird konfisziert und durchsucht. Ist aber nicht so pädagogisch. Ich habe gesagt, Schatzi,
warum machst du das Ding zu, wenn ich reinkomme, macht mich gerade ein bisschen nervös, weil bei mir war natürlich pop, 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 ne? Auch die gelben Punkte habe ich heute gar nicht mehr dabei, die werden nur teuer, die interessieren mich nicht mehr. Die hinterlassen keine Schäden in Kinderseelen, aber die roten, die machen Probleme. Da habe ich gesagt, du, ich will nur die Überschrift wissen, so ungefähr, ne? Was du da gemacht hast. Und dann sagt sie, nee, Papi, das ist meine Privatsphäre, das geht dich nichts an. Ja? So, was nun? Ich habe gesagt, da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Ja? Bin raus aus ihrem Zimmer, rein in mein Zimmer, habe mich in die Fritzbox eingeloggt und habe ein neues WLAN-Passwort gesetzt. Nach einer Minute rennt meine Tochter in mein Zimmer, ohne anklopfen. Papi, mein Internet ist tot, du musst schauen. Ne? Und ich sage, nee, muss nicht schauen. Ne? Wir haben ein neues WLAN-Passwort. Ja, wieso das denn jetzt? Dann sage ich, ja, du willst deine Privatsphäre im Internet behalten, kannst gerne machen, kein Problem, können wir machen. Ist aber mein Internet, meine Verantwortung. Wenn du dann Geheimnisse vor mir hast und ich habe keine Ahnung, worum es ging, dann hast du deine Privatsphäre, ich habe mein Internet, haben wir beide was von, alles wieder gut. Ne? Fand sie blöd. Und dann kam die Killerfrage. Papi, vertraust du mir nicht? Killerantwort? Hatten wir ja eben schon, ne, im U-Boot. Hier schon, aber nicht dem Rest der Welt. Wir haben noch gesagt, im Grundgesetz steht, Eltern sind erziehungspflichtig, das gilt auch fürs Internet. Du hast keine Ahnung, wer da alles rumstürzt, auch wenn wir schon viel geredet haben. Ich denke mir, du hast vielleicht gerade so einen Kevin, 14 Jahre, kennengelernt, der heißt in Wirklichkeit Hans Walter, ist 58 und baggert kleine Mädchen an. Ne? Was weiß ich? Und dann sagt sie, ja, okay, also ich habe mit der Anna gechattet, die hat gerade Liebeskummer, halt so Mädchenkram, geht dich nichts an. Und ich dann, ja, hast du recht, du hättest nur sagen müssen, Privatsache mit Anna hätte ich dir geglaubt und wir hätten immer noch das alte Passwort. Hier ist das neue. Und ich kann sie nur ermutigen. Ich erlebe das selbst in meinem Englisch-LK. Die dürfen da mit privaten iPads arbeiten, auch mit ihren Handys, mit einer Vokabel-App, wenn die am Arbeiten sind. Ich laufe rum und immer, wenn ich 5 Meter entfernt bin, machen vor allem Jungs ganz unauffällig, ne? Immer so am iPad. Ne? Dann fragen sie nach. Schauen Sie nach, weil besser so, und Ihr Kind ist im Moment irgendwie sauer, als wenn irgendwas Doofes passiert. Wenn Sie sich noch an die eigene Pubertät erinnern, so eine Kurzzusammenfassung, wie man da im Gehirn unterwegs ist, ist völlig klar, es ist eine ziemlich gefährliche Lebensphase, vor allem, wenn die Kinder im Rudel auftreten. Vor allem Jungs im Rudel sind viel anfälliger für Dummheiten als alleine und auch viel anfälliger als Mädchen im Rudel. Bei den Mädchen gibt es doch immer eher mal eine, die sagt, ah, blöde Idee, lass noch mal nachdenken. Jungs irgendwie rennen direkt los. Das ist der erste Teil unserer 5er-Umfrage. Ungefähr die Hälfte hat WhatsApp. Deswegen haben wir sie schon am Elternabend gebeten, am 1. keine WhatsApp-Gruppen zuzulassen, weil da schon mal die Hälfte der Kinder ja ausgegrenzt wäre. Und meine Erfahrung ganz klar, ich kann auch 10 Stunden in jeder Klasse nur über WhatsApp reden und es eskaliert trotzdem. Immer. Es reicht nur einer, der nicht zugehört hat oder den es nicht interessiert oder der mal aus irgendeinem Grund sauer ist und es eskaliert richtig. Letzte Woche fragt mich einer bei dem Thema, wir haben so eine 6er-Gruppe unter Freunden, wir verabreden uns nur zum Spielen. Eigentlich nicht erlaubt. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr euch nur zum Spielen, es gibt keinen Zoff, kein Problem. Aber wenn es Zoff gibt, kriegt ihr Ärger. Wenn dann einer zur Klassenleitung geht und petzt. Wir haben 69% mit Smartphone, 18% ganz ohne Handy und 13 ohne Tastenhandy, mit einem Tastenhandy. Die meisten, die ein Tastenhandy haben, würden es am liebsten zu Hause lassen. Weil die sagen selber, also A, es ist peinlich, B, braucht man es nicht. Hier hat jeder ein Handy und im Sekretariat ist Festnetz. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man durch ein Smartphone kein besserer Mensch wird. So ein kleines Rollenspiel hier vorne, 4 Kinder vorne, jeder hat ein anderes Handy, also mein iPhone 12, mein altes Motorola, so ein uraltes Samsung, einer hat keins. Und dann wäre es am coolsten. Und dann tauschen wir die Handys und dann hat sich was geändert und das kommt, glaube ich, ganz gut an. Witzig war, der Sohn einer ehemaligen Schülerin, die ich privat sehr gut kenne, rennt nach Hause nach der Stunde und sagt, Mama, nur 18% haben kein Smartphone und ich muss jetzt auch eins haben.
Und sie schreibt mir direkt eine relativ genervte Nachricht bei Facebook. Und ich sage, er hat sie unterschlagen, Sportklasse, in seiner Klasse hat nur die Hälfte ein Smartphone. Und Sie sehen jetzt hier, die Sportklasse unten ist die Klasse mit der geringsten Ausstattung. Wir haben, am Ende habe ich so eine Gesamtrechnung gemacht, die Ausstattung so zusammengezählt, die haben nur 79. Die 5C hat 138 Punkte. Also so einen digitalen Score, wer hat was. Und wir werden definitiv in der Sportklasse in den nächsten 2 Jahren viel weniger digitale Zusammenstöße erleben als in der 5C. Wir haben 18 Kinder im Jahrgang, die haben TikTok und 29 haben Snapchat. Wenn jetzt nicht hier fragen, wessen Kind dabei ist, wahrscheinlich nur die Kinder von den Eltern, die jetzt gerade heute nicht da sind. Aber TikTok ist aktuell die allergrößte Dreckschleuder im Bereich Social Media, noch weit vor WhatsApp. Und das soll was heißen. Die Formel ist ganz einfach, wie bei Wasserpistolen. Wenn ich eine Doppelstunde Englisch mache, teile Wasserpistolen aus mit Wasser drin und sage, am Ende von Englisch müssen alle noch trocken sein. Dann sind umso mehr Kinder hinterher nass, je mehr eine Wasserpistole mit Wasser haben. Je weniger Wasserpistolen, desto weniger Wasserstress. Mit Handys ganz genauso. Deutschlandweit war im Sommer 22 bei den 10- bis 12-Jährigen 86% mit dem Smartphone unterwegs. Mittlerweile, schätze ich mal, ist es deutlich über 90. Das heißt, wir liegen immer noch unter dem Schnitt. Sind wahrscheinlich in Wiesbaden auch die Schule mit den wenigsten Smartphones in der 5. Klasse. Wären das alles meine Kinder, dann hätte keiner von denen ein Smartphone. Wer von Ihnen kann ein Smartphone kindersicher machen, wenn da auch nur eine Social-Media-App drauf ist oder ein Messenger? Das kann niemand. Das kann ich nicht. Unser IT-Chef nicht. Ist unmöglich. Weil man kann WhatsApp oder TikTok nicht filtern, altersgemäß. TikTok-Beispiel. Am 7. Oktober hat die Hamas alle ihre Videos ungefiltert in TikTok hochgeladen. Und die Algorithmen da spülen einem nicht nur in die Timeline, was man selber so gesucht hat, sondern auch, was meine Kontakte so angeschaut haben. Wenn ein Kind sowas sieht, dann sagt der Algorithmus, ah, die Freunde, könnte das auch interessieren. Sie haben schwere Autounfälle drin, brutale Videos, wo Männer kastriert werden, Tiere gequält werden und. Das ist die unschöne Seite von TikTok. Das war mal eine App, wo man nur zu Musik-Playback irgendwie Tänze gemacht hat, 15 Sekunden lang. Das ist lange vorbei. Und das war jetzt noch kurz vor Corona. Da hatten wir ja noch Kreidetafeln. Das ist eine 5. Klasse, da habe ich 50 solche Fotos mittlerweile. Wenn man sagt, jeder von euch kann 2 Sachen an die Tafel schreiben, die er online schon mal erlebt hat und die er nicht erleben wollte, also heftige Sachen. Und sie finden da meiner Meinung nach alles, was Kinder in dem Alter nicht kennen sollten. Anonyme Pädophile, Pornos, Gewalt, Nacktfotos, Kettenbriefe, netwa hier Katja. Ich hatte keine Ahnung, wer ist denn Katja? Frage ich in der 5. Klasse. Kennen Sie die Katja? Das ist nicht Katja Epstein oder so. Schlagersängerin. Das ist Katja Krasavice. Das ist eine Influencerin auf allen Kanälen. Die ist immer so ungefähr 1 Promille unter der Pornogrenze, damit sie nicht gesperrt wird. Die macht auch Songs, die heißen Mach's mir Doggy-Style oder sowas. Und da muss ich mich von 5 Klässlern aufklären lassen, wer die ist. Die kennen natürlich nicht alle diese Themen, aber die unterhalten sich ja, die tauschen sich aus, die übernachten beieinander. Und dann haben sie auch ein Kind, wer von Ihnen hat ein Kind, das noch kein Smartphone hat? So rum. Ne? Dann denken Sie, ja, alles safe, Ihr Kind übernachtet bei Freunden oder auf irgendeinem Kaderlehrgang eine ganze Woche, wo Smartphones übernachtlich verboten sind und Ihr Kind kriegt alles ab. Das heißt, auch Kinder, die kein Smartphone haben, muss man vorbereiten, natürlich nicht mit expliziten Aufnahmen oder so, aber mit Gesprächen, was kann online alles passieren? Und die wichtigste Ansage, und die können Sie gar nicht oft genug machen, ist, im Internet können heftige Sachen passieren, die dir Angst machen, die dich verschrecken, wo du vielleicht auch denkst, ich bin schuld, wie auch immer, wo dich fremde Menschen dumm ansprechen. Und dann musst du immer sofort zu uns kommen. Und warum kommen hier an dieser Schule immer wieder Schülerinnen und Schüler zu mir lieber als zu ihren Eltern und sagen, ich habe ein Problem online, aber sagen sie es nicht meinen Eltern. Schwören sie. Weil man oft falsch reagiert und dann sagt,
Körpergezehr oder sonst was, genau, wollen sie natürlich vermeiden. Die größte Angst ist, die nehmen mir mein Handy weg. Und wenn man denen nicht immer wieder sagt, du musst keine Angst haben, dass wir neben bei jedem doofen Inhalt auf WhatsApp dein Handy wegnehmen, dann kommen die nicht. Auch lustig, neulich ein Schüler, ich frage den, schauen deine Eltern eigentlich deine WhatsApp-Gruppen mal durch, ne? So 6. Klasse, und er sagt, ja, Herr Steffich, voll doof, ich muss immer, bevor ich nach Hause komme, im Bus alles aus der Klassengruppe rauslöschen, ne? Was irgendwie blöd ist, bevor die Mama da reinschaut. Also auch so ein Insider-Tipp. Das ist nur ein Teil der Dinge, die bei 5 bis 8 Klässern auf Handys einschlägt, die Eltern nicht sehen sollen. Und die Frage ist dann halt die Kernfrage, wer ist in erster Linie dafür verantwortlich? Wir als Schule, die Eltern oder die Polizei? Polizei hatten wir zweimal hier, oder einmal hier, einmal Hausdurchsuchung bei dem Schüler, in der E-Phase wegen rechtsradikaler Inhalte, Volksverhetzung. Normalerweise nehmen die von der ganzen Klassengruppe alle Handys mit. Hausdurchsuchung bei einem 15-Jährigen war, weil er auf einer Party ein Mädchen kennengelernt hat. Die haben kurz geredet, Handynummern ausgetauscht, das war's. Ein paar Tage später bekommt er von ihr unaufgefordert ein Nacktfoto. Und die war 14. Das ist Jugendpornografie. Er hat es sofort gelöscht, ne? Und er hat ihr geschrieben, lass das, ich will das nicht, du machst mich strafbar. Die Polizei konfisziert kurz danach ihr Handy, sieht, wem sie es alles geschickt hat und macht überall Hausbesuche. Und das Blöde ist, die nehmen dann alles mit, was an digitalen Geräten im Haushalt ist. Also auch wenn sie zu Hause im Homeoffice arbeiten, alles weg. Und wer bekommt die Anzeige? Die Eltern. Immer die Person, die hinter der Handynummer im Vertrag steht. Und die Geräte bleiben aktuell mindestens 9 Monate bei der Polizei. Im PP Westhessen liegen gerade ungefähr 5000 Smartphones alleine, die alle durchsucht werden müssen. Und im Bereich Kinderpornografie ist die Hälfte der Täter selber noch Schüler, also selten Mädchen, meistens Jungs, ne, die private Aufnahmen von Minderjährigen verteilt haben. Das ist für mich keine echte Kinderpornografie. Das sind keine Missbrauchsaufnahmen, obwohl die natürlich missbraucht werden. Private Aufnahmen, meistens von Mädchen, werden von Jungs missbraucht und öffentlich gemacht. Aber die Rechtslage ist momentan so, dass da nicht unterschieden wird. Die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte sagen mittlerweile alle der Politik, ändert dieses Gesetz. Es wurde vor 2 Jahren verschärft. Und die Mindeststrafe für Erwachsene bei Kinderpornografie ist 1 Jahr Gefängnis. Das wird dann in der Regel immer eingestellt und wenn überhaupt, geht man nicht ins Gefängnis, es ist auf Bewährung. Aber eine Kollegin aus Rheinland-Pfalz verliert gerade ihren Job, weil sie sich bei einem Vorfall mit einem Nacktvideo aus ihrer Klasse Beweise hat schicken lassen, ist damit zur Polizei mit ihrem Handy und sagt, hier, das ist in meiner Klasse passiert. Die haben ihr Handy eingesammelt, haben gegen sie eine Anzeige geschrieben und alle beteiligten Instanzen sagen zu ihr, es tut uns leid, aber wir müssen sie anzeigen, verurteilen und die wird ihren Job los, ihre Pension und kann nie mehr pädagogisch arbeiten mit so einer Vorstrafe. Weil sie auch keine Ahnung hatte, ne? Leider. Was mache ich denn in dem Fall? Ich meine, ich krieg's, ist es da, was mache ich denn da? Also eigentlich wäre man verpflichtet, es anzuzeigen. Meine Empfehlung ist ganz ehrlich und das sage ich auch bei Fortbildung auf der Polizeiakademie. Ich empfehle Eltern und auch Kindern, wenn ihr sowas bekommt, löscht es sofort. Schreibt den Absendern, sie sollen es auch löschen und alle informieren, dass man durch den Besitz von Kinderpornografie alleine strafbar ist. Man bekommt es unverlangt geschickt, man ist strafbar. Und man muss WhatsApp die Einstellung so ändern, dass nicht alle Aufnahmen automatisch in meiner Galerie landen. Habe ich nachher auch noch dabei auf die Schnelle, wie man das ändert. Also die inoffizielle Empfehlung von mir ist, wenn Sie zur Polizei gehen, wissen Sie nicht, wie der jeweilige Beamte reagiert. Wenn Sie Glück haben, sagt einer, löschen Sie es und halten Sie es unter dem Deckel, auch schon erlebt, aber streng nach Gesetz müssen die Sie anzeigen und Ihr Handy einziehen. Also es momentan, es gibt keine offizielle elternfamilienverträgliche Lösung für dieses Gesetz. Leider. Ja, und bei all dem, was im Internet passiert, höre ich immer wieder von Eltern, ich vertraue meinem Kind. Das ist auch der Grund, ach so, das habe ich vorhin übersprungen, gehen wir gerade nochmal zurück.
auf die Umfrage. Sagen Sie mir einen Grund, warum mein Kind mit 10 Jahren ein Smartphone über Nacht mit im Zimmer hat. Unsere Eltern haben uns früher Taschenlampen und Bücher weggenommen, damit wir schlafen. Und dann haben die ein Handy im Zimmer. Da sagt auch eine Fünftklässlerin, ja, ja, da ist mein Wecker drauf. Brauche ich. Meine Enkel ist auch 10. Der sage ich, wir gehen zu Chimo. Da gibt es einen Funkwecker für 10 Euro. Ne? Und dann hast du den im Zimmer, die hat eh kein Smartphone, aber das Argument wäre tot. Wenn man seinem Kind da vertraut, wer hat denn ein Kind, das schon mal sagt, oh, es ist schon 21 Uhr ne? Und morgen ist Mathearbeit ne? Und ich muss schlafen, wenn die halbe Klasse noch online verfügbar ist. Also meine waren nicht so. Meine haben beide einen Master, aber die waren nicht so in dem Alter. Vor allem mein Sohn hätte sich seinen Freunden das schwer entziehen können. Von daher, meine Empfehlung immer, Schatz, ich hab dich lieb und deswegen ist dein Handy über Nacht draußen. Meine hatten nur Tastenhandys ab 14 und die waren bis zum 16. Geburtstag nicht im Zimmer. Danach haben wir gesagt, du bist 16, dann darf man sogar heiraten, wenn ich das unterschreibe oder Mama. Da muss man auch sein Handy selber im Griff haben, ohne dass Eltern noch irgendwie, irgendwie einen Strich ziehen. Aber vorher ist meine warme Empfehlung, über Nacht Zimmer internetfrei. Man verpasst nichts. Schon gar nicht diese Sachen. Da sagt eine Mutter, ich glaube, es war 6. Klasse, ja, die WhatsApp-Chats von meiner Tochter, die sind doch wie ein Tagebuch, da darf ich doch nicht reinschauen. Gegenfrage, wo kann man denn ein Tagebuch kaufen mit Internetanschluss, wo 5 Milliarden Menschen reinkommen können zum Chatten und zum Austauschen von Bildern und sowas. Und vertraut man wirklich seinem Kind, wenn man denen aus Sicherheitsgründen in dem Alter ein Smartphone gibt, aber auf der anderen Seite ihm das Smartphone oder die Apple Watch gibt, um es immer tracken zu können. Für mich heißt es eher, ich traue meinem Kind nichts zu. Also auch nicht von Nordenstadt hierher ohne Smartwatch sicher anzukommen. Was ich hier an der Schule mache, mit den 5. Klassen, und das hat sich potenziert auch in den letzten Jahren, diese Themen bringe ich ihren Kindern in mittlerweile 6 Stunden bei. Also ich gehe 3-mal im Schuljahr eine Doppelstunde rein. Die erste Runde haben wir rum. Wir sprechen über all diese Themen. Das ist mein Lieblingsfach. Ich bin da in der 5., 6. drin gewesen in der Sportklasse und man denkt, oh, das sind alles so Bewegungsfanatiker, die halten das überhaupt nicht aus. Die hören total aufmerksam zu, beteiligen sich, geben super tolle Kommentare ab, quatschen nicht dazwischen, die interessiert das total. Die würden auch freiwillig noch 10 Minuten länger machen, aber nur bei dem Thema, nicht in Englisch oder so. Ne? Wenn es da klingelt, sind die alle weg. Nur ich mache das alles on top. Ich habe kein Fach dafür, ich habe keine Entlastungsstunden. Ich war jetzt in den Klassenleitungsstunden drin. Die nächsten Runden werden sein Stundenplaner. Wenn da eine Vertretungsstunde anfällt, ich habe keinen Unterricht, packt mich rein. Das sind 30 Stunden im Schuljahr. Weil ich weiß, das erspart mir viel Stress mit Vorfällen, die mir zum Teil monatelang Arbeit machen würden. Wenn Sie ein Nacktvideo einer 14-Jährigen hier kursieren, dann haben, da sind zig Leute wochenlang oder monatelang mit beschäftigt. Nur Frage generell, wer soll das unterrichten? Weil es gibt kein Studienfach. Was wir brauchen, und deswegen ist der Besuch heute Abend ein bisschen schade, sind die Eltern, weil die Eltern treffen eigentlich alle entscheidenden Entscheidungen. Ja. Ne? Wann kriegt mein Kind ein Smartphone? Wie schränke ich das ein? Welche Regeln gibt es? Die Schulelternratsvorsitzende hat dann zu mir gesagt, können Sie nicht nochmal durch alle Mittelstufenklassen gehen und denen erklären, warum die nachts ihre Handys nicht im Zimmer haben sollen. Als ob ich so ein Lehrergott wäre, dass alle 15-Jährigen nach Hause rennen und sagen, Papa, der Steffi hat gesagt, Handy über Nacht im Zimmer ist doof, ich lasse das jetzt. Also, das wäre nett, aber es funktioniert nicht. Aber Sie waren derjenige, der bei den Kindern in der Klasse war. Ja, ich war das. Sie waren das. Ja. Ja, gut. Ja, nein, ich frage ihn auch warum. Ja, gerne. Weil mein Sohn, also der ist ja, der hat mir das erzählt, da war jemand und da könnte es, es kann gefährlich sein im Internet. Und also der hat, der ist halt so ein bisschen, also dem hat das, wie soll ich sagen, auch den hat das Eindruck gemacht. Und der erzählt mir auch, ja, das solltest du nicht machen und so. Also das war gut. Ja. Ach so, okay. Ich dachte schon, der wäre jetzt verstört für den Rest seines Lebens. Oder so. Nee.
Genau. Ja, finde ich auch gut. Ich will ja auch Eindruck machen, weil ich möchte nicht, dass irgendwelche Gruselsachen aus dem Internet Eindruck machen. Und wir hatten hier schon, kurz vor Corona kam Momo. Das war so ein Gruselkettenbrief. Da sind 11-jährige Jungs nachts wieder zu den Eltern ins Bett gekrabbelt, die schon längst entwöhnt waren, weil die Albträume von Momo hatten. Da erzähle ich lieber vorher, es gibt sowas und ihr müsst euch das nicht anschauen. Und wenn es kommt, erzählt es euren Eltern, dann habt ihr keine Albträume. Denn das Erzählen lässt es abfließen. Ja, das hat er auch erzählt von so einem Kettenbrief. Da hat er auch gesagt, ja, haben wir früher immer gemacht. Ja, aber also, ja, Ketten, also geschrieben. Ja, genau. Schicke an alle und dann kriegst du eine Mark von jedem irgendwie. War ja früher. Aber wir haben, ich habe den nachher auch dabei, wir haben nur uns einen Textkettenbrief angeschaut. Der hat schon genug Gruselpotenzial, aber wenn ich denen das zugehörige Audio vorspiele, dann kann ich erklären, was ich will, die schlafen nicht mehr. Viele von denen. Ne? Also Elternaufklärung wäre oder ist extrem wichtig, aber wir kriegen da alle die, ich schätze mal, also heute haben wir maximal ein Viertel der Fünftklässler-Eltern hier, dann haben wir noch ein paar mit Geschwisterkindern. Das ist eine ungünstige Quote. Was Hessen macht, ja, ich betone immer, ich bin kein offizieller Vertreter des Kultusministeriums. Ich habe nur Abordnungsstunden für Vorträge außerhalb meiner Schule, Lehrerfortbildung vor allem und Elternabende. Aber wir machen ein Pilotprojekt seit letztem Jahr. Mittlerweile an 64 Schulen in Hessen von fast 1900 Schulen. Nennt sich Digitale Welt in den fünften Klassen. Mit einer Wochenstunde freiwillige Teilnahme, kein Lehrplan. Und keine Lehrkräfte, die es studiert haben. Das läuft teilweise gut, teilweise ist es völlig willkürlich. Und es wird 6 Jahre wissenschaftlich evaluiert, ob wir nach 30 Jahren Internet Kindern erklären müssen, wie das Internet funktioniert. Obwohl wir wissen, dass an vielen Schulen mit einem problematischen sozialen Hintergrund eine große Mehrheit der Eltern den Kindern das gar nicht erklärt. Nicht erklären will oder nicht erklären kann. Und wir müssen versuchen, es in der Schule aufzufangen mit all dem, was hier links steht. Obwohl wir wissen, dass das Rechte teilweise ausfällt. Hier nur in Ausnahmefällen, aber an anderen Schulen zum Teil bei 80-90% der Eltern, wo man einfach nicht ankommt. Und eins und Ding ist, und deswegen sollten die Kinder keine WhatsApp-Gruppen haben in der fünften Klasse. Die müssen sich kennenlernen im ersten Jahr. Und es ist schwer genug, wenn Kinder aus 10 Schulen zusammenkommen und dann muss erstmal irgendwie so ein soziales Gefüge entstehen. Das ist in der Klasse und in der Pause schwer genug. Wenn das online passiert, ja, und dann manche den Dicken raushängen lassen und manche relativ leicht unterzubuntern sind und dann eskaliert das immer, man kann erzählen, was man will, weil allein beim Texten nur noch 10% übrig bleiben. Wenn jemand vor mir steht, kann ich ja durch all diese Komponenten sehr gut übermitteln, ob das ernst gemeint ist und ein Spaß. Und auch eine von den Mädels in der 5 sagte, es gibt online so viele Missverständnisse, man redet besser live miteinander. Sehr reflektiert für eine 10-Jährige. Weil da die Lehrkräfte mit drin sind. Nee, wir haben eine Klassengruppe. Und das sind alle drin. Wenn die anderen Gruppen bilden, was wir leider nicht verhindern können, weil es keinen Schalter gibt, die Fünfer dürfen keine Gruppen bilden. Aber die wissen auch, dass sie das nicht dürfen. Und wir hatten im letzten Jahr 3-4 solche Vorfälle. Das flog direkt auf, weil irgendjemand aus der Gruppe in dem Moment, wo es eskaliert ist, zur Klassenleitung ging und hat gesagt, das geht so nicht. Die dürfen keine anderen, die sollen nur zu zweit, dürfen die chatten auf Teams, aber keine anderen Gruppen bilden. Noch so ein Punkt zu Teams. Letztes Jahr sagte eine Mutter zu mir, es ist so nervig, auch 5. Klasse, ne? Wenn meine Tochter jetzt morgens aufsteht, dann geht die am iPad vorbei und das vibriert schon, dann muss die in Teams schauen. Ne? Und ich habe dann erklärt, wie man verhindert, dass ein iPad morgens bimmelt. Und dass man bei Teams die Benachrichtigung abstellen kann, dass man am iPad über den Fokus einstellen kann, bis das Kind aus dem Haus ist, macht das iPad gar nichts. Denke ich auch immer. So Grundbasics digital sollte man schon drauf haben. Aber die Kinder sollen nur in ihrer Klassengruppe drin sein, da ist die Klassenleitung mit drin und dann lernen die unter Anleitung, wie man ordentlich kommuniziert. Weil wir ja mittlerweile wieder dank WhatsApp und Co. wie die alten Sumerer kommunizieren, wie vor 5000 Jahren.
mit Emojis. Die muss man auch richtig interpretieren. Die Kinder sagen immer wieder zu mir, ja, ihr älteren Menschen, ihr benutzt sie zum Teil ganz anders als wir. Stimmt auch. Mein Highlight war 9. Klasse, Mama schreibt ihrer Tochter was vermeintlich Nettes und dann war dieses Ding hier drin. Das Gespräch ist eskaliert zwischen Mama und Tochter, bis ich herausstellte, Mama dachte, es wäre ein Muffin. Und Frage, nicht mehr das allerneueste, aber ein iPhone 12, ist das ein Smartphone? Also ein intelligentes Telefon. Das ist nur ein Wärmebegriff. Wenn jemand anders mobbt oder jemand anders ein Penisfoto von sich senden möchte, was würde denn ein smartes Telefon machen? Einen Vortrag halten, Kamera blockieren, eine Woche keine Fotos. Ne? Dann reden wir nochmal neu. Ich weiß nicht, ob das irgendwann kommt mit künstlicher Intelligenz. Aber momentan sind die Dinger nur smart, wenn die User smart sind. Das können viele Erwachsene nicht. Ab wann ist man alt genug, als Kind mit dem Ding smart umzugehen? Das habe ich jetzt auch noch an die Klassenleitung verteilt. Das wird auch besprochen. Das sind so die grundlegenden Chatregeln. Auf allen Kanälen, egal ob nur mit einem oder mit einer Teilgruppe oder mit allen zusammen, das sollte man alles nicht machen. Das wird besprochen, das können die in den Klassen auch noch ergänzen und umändern. Dann wird es ausgedruckt, an die Wand gehängt und alle unterschreiben. Dann kann schon mal keiner mehr sagen, ah, das habe ich nicht gewusst, ne? Weil die meisten Sachen, die eskalieren, da schon mal drinstehen. Aber wie gesagt, das kann man erklären, das hilft auch ein bisschen, aber es hilft nicht, Eskalation in WhatsApp-Gruppen generell auszublenden. So, ich zeige Ihnen einen Film, der ist schon von 2005. Da gab es noch kein Smartphone, das kam erst 2 Jahre später. Der bringt aber heute noch sehr gut auf den Punkt, wen Kinder online so alles treffen können. Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. Ist Ihr Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein. Hi, ist Klausi da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal hoch und ein paar neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Coole Location. Wo ist Klaus? Ah, hier lang. Guten Tag. Ah, hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Im wirklichen Leben würden sie ihre Kinder schützen. Dann machen sie es doch auch im Internet. www.clicksafe.de. Da waren meine Kinder noch in der Mittelstufe. Da dachte ich damals schon, das müsste jeden Tag im Fernsehen laufen. Immer wieder, um das Problem klarzumachen. Heute sind wir, wie gesagt, auf einem ganz anderen Risikolevel und, wie gesagt, nutzen Sie alle Möglichkeiten, solche Dinge zu verhindern, aber seien Sie sich im Klaren, man kann das googeln, man kann es bei YouTube nachschauen, wunderbare Tutorials, wie man alles Mögliche aushebelt oder auch in den App-Stores, in den Kommentaren unter den Kinderschutz-Apps kann man Anleitungen finden, wie man die aushebelt. Und man hat ältere Freunde, ältere Geschwister und so weiter. Und das generelle Problem habe ich mit den Kindern auch exakt diese Folie auch besprochen. Man lernt Impulskontrolle, also seinen inneren Elefanten oder Schweinehund kontrollieren, von Geburt an immer besser, bis man irgendwann so 10 Jahre alt ist. Und dann kommt die Pubertät. Und bei dem Wort haben manche von den Kindern schon gesagt, oh ja, haben wir schon gehört. Und dann kommen diese ganzen Hormone ins Gehirn und man ist wieder auf Null in Sachen Kontrolle, ne, vernünftige Sachen machen. Die kleinen grauen Zellen, die sitzen vorne im Gehirn, die haben ihre Kinder alle ins Gymnasium gebracht. Aber in der Mitte sitzen das emotionale Zentrum und das Belohnungszentrum, wo die Glückshormone verarbeitet werden. Und die sind in der Pubertät fast wieder auf Kleinkindniveau. Kleinkinder wollen immer nur essen, schlafen und kuscheln, alles andere ist uninteressant. Und in der Pubertät ist man oft nicht weit davon entfernt. Da ist schon immer alles eingeschlagen, auch bei Ihnen, auch bei mir, was zum Beispiel viel cooler und interessanter war als Schule. Beispielsweise bei mir, ich spiele Gitarre, die stand immer greifbar und wenn ich meine Hausaufgaben was nicht kapiert habe, war erstmal Gitarre.
Dann frage ich in der 5. Klasse, wer spielt Gitarre? Wie lange kann man das schmerzfrei machen? Sagt ein Mädchen, ja, so eine Stunde, dann tun die Finger weh. Ich kann mittlerweile auch 3, aber dann ist auch irgendwann Ende. Aber wie lange können Sie denn mit den Dingern sich beschäftigen? Ne? Gamen, bis der Arzt kommt. Solange man Chips und Cola da stehen hat und eine Tafel Schokolade, endlos. Ne? Wie schränkt man das ein, altersgemäß? Und es gibt, kann ich vorwegnehmen, es gibt kein einziges Hobby außer Gaming, das auch nur annähernd so viel betrieben wird von Teenagern in Deutschland. Kein Sport, kein Musikinstrument, die sind alle weit dahinter. Schauen wir uns mal TikTok an. TikTok, eine Challenge, ein 9-Jähriger hat seine Grundschule abgefackelt wegen einer TikTok-Challenge. Man musste eine Klopapierrolle anzünden und ein Video machen. Ich weiß nicht, wie viele Likes er bekommen hat. Die Feuerwehr hat es nicht geliked. 30.000 Euro Schaden, mehr bezahlt. Ich habe ihren Kindern auch gesagt, man kann ab 7 Jahren auf Schadensersatz verklagt werden. Ab 7 Jahren schon. Nur ins Gefängnis geht man erst ab 14. Ich weiß nicht, wie es da ausging. Dann fragen mich 5 Klässler auch wieder in der Pause, Herr Stempich, was heißt denn blowen? Weil da war eine Challenge, wofür würde ich blowen? Also für irgendwie Schmuck oder neue Schuhe oder eine Handtasche oder so. Kann ich nicht altersgemäß erklären. Dann haben Sie sicher mitbekommen, oder vielleicht die Deo-Challenge. Da haben wir schon Todesfälle hinter meine gehabt. Und das Dumme ist, bei diesen ganzen Challenges, bis die Politik mal reagiert, sind die schon wieder rum. Also Hot Chip muss man nicht verbieten inzwischen, weil die Challenge hat sich erledigt. Macht keiner mehr. Hat sich auch rumgesprochen, ist gefährlich. Aber das ging im Sommer los, irgendwann im August, und jetzt wird es verboten. Also Behörden haben einen Trägheitsmoment, das kommt im Internet einfach nicht mit. Hot Chip auch heute jetzt in der Hessenschau, auf einmal jetzt wird es verboten, wo es keinen mehr interessiert. Gehen wir mal zu den Bildschirmzeiten, das war sehr interessant unter Corona. Wir haben hier an der Schule vergleichsweise wirksamen Online-Unterricht gemacht, aber in ganz Deutschland war es so, dass die Online-Zeit der Jugendlichen komplett eskaliert ist wegen der Lockdowns. Und dann wurden die gefragt, wie viel Prozent deiner Online-Zeit benutzt du für Informationssuche, also potenziell für die Schule. Und das waren 11% von irgendwie 260 Minuten. Witzig, vor Corona waren es 10%. Und es ist auch klar, wenn man die Kamera nicht anmachen muss im Online-Unterricht, dann hätte ich mich mit 15 wahrscheinlich auch hingehockt, Füße hochgelegt, bisschen Gitarre geklimpert und hätte keine Ahnung gehabt, was da online abgeht. Das ist vor allem, merken wir auch jetzt noch, ein Problem gewesen, mehr für Jungs als für Mädchen, die nicht allein verantwortlich lernen konnten. Im Bereich Gaming hat die DAK schon vor Corona eine Studie angefangen. Vor Corona haben Jugendliche in Deutschland zwischen 10 und 17 Jahren an jedem Schultag 90 Minuten lang gezockt. Im Schnitt, an jedem einzelnen Schultag. Nach Corona sind das 25 Minuten mehr als vorher. Obwohl es dafür keinen Grund gibt, warum das jetzt mehr sein muss als vorher. Und leider, parallel dazu, ist der Anteil der Süchtigen nach klinischen Kriterien um das Doppelte gestiegen. Wir liegen jetzt bei 6,3% und weitere 12% sind gefährdet, suchtgefährdet, auf dem besten Weg dahin. Beim Bereich Social Media, wo eher die Mädels von den Zeiten hier vorne liegen als die Jungs, waren die vorher schon bei 123 Minuten an jedem einzelnen Schultag und hinterher aktuell 41 Minuten mehr als vorher. Das heißt, die Kids verbringen nach Corona über eine Stunde mehr online nur mit Gaming und Social Media. Die Frage ist, was haben die jetzt dafür gecancelt? Ja, weil die lagen ja vorher nicht eine Stunde lang auf dem Bett, haben die Decke angeschlagen. Wenn ich mit den Kids spreche, sagen die, man trifft sich weniger draußen mit Freunden. Die Sportvereine haben sehr viele Mitglieder verloren. Und bei den Musikschulen und so weiter ist es auch dasselbe. In der Schulband habe ich mittlerweile nur noch 2 Jungs. Und einer ist aus der 6. Klasse. Den habe ich mir letztes Jahr geangelt, als ich gehört habe, da gibt es einen Schlagzeuger, den habe ich mir sofort geholt. Ja, weil die Jungs mir immer sagen, ich habe aufgehört beim Instrument, weil Gamen mit den Jungs, mit den Kumpels viel spannender ist als alleine Gitarre oder Klavier spielen.
Das heißt, wir müssen die Kinder viel früher in Ensembles reinholen, damit die bei der Stange bleiben und merken, das ist viel cooler, live in der Band zu spielen, als irgendwie live bei Fortnite unterwegs zu sein. Auch im Bereich Social Media haben wir eine Verdoppelung der Süchtigen und auch bei den Gefährdeten eine Verdoppelung. Das heißt, wenn man die beiden Zahlen zusammennimmt, haben wir in jeder Klasse von der 5. bis zur E-Phase im Schnitt 40% hocken, die zumindest mal suchtgefährdet sind in einem der Bereiche. 40% von 30 sind 12. Und die fallen uns im Unterricht immer mehr aus, weil die im Unterricht nicht mehr so ansprechbar sind wie normalerweise. Allein schon Müdigkeit ist dann ein Riesenfaktor und weil die auch zu Hause nicht genug machen. Und das sind die insgesamten Bildschirmzeiten. Da ist also auch Fernseher dabei und alles andere, was einen Bildschirm hat, von 12- bis 19-Jährigen in Deutschland an jedem einzelnen Schultag. Nach Corona 6,5 Stunden. Unter Corona waren es fast 8 bei den Jungs. Und die Mädchen haben unter Corona sehr aufgeholt und ist nicht mehr runtergefahren. Beim Gaming liegen die Jungs bei 2 Stunden, 10 Minuten pro Tag. Und wie gesagt, sagen Sie mir ein Hobby, wo der Durchschnitt aller, die das machen, jeden Tag 2 Stunden, 10 Minuten beschäftigt ist. Gibt es nicht. 2 Stunden, 10 Minuten, das sind die Nachwuchsfußballer bei Mainz 05. Ja, das sind wir Partnerschule. Das sind 50 Jungs aus der ganzen Region. Die sind da jeden Tag über 2 Stunden unterwegs. Gaming von 2011 bis heute enorm zugenommen. Wir hatten vor Corona einen Knick. Da habe ich mich gefreut. Oh, irgendwie anscheinend hat sich was getan. Mehr Eltern haben das gemerkt, dass Bildschirmzeiten im Übermaß keine gute Idee sind. Dann kam Corona. Und dann haben alle Eltern gar nicht mehr entscheiden können, ist mein Kind zum Spaß am Bildschirm oder für die Schule. Weil das war die Dauerausrede. Mama, ich muss noch Mathe machen. Schüler haben mir erklärt, es gibt ein BOS-Tastenprogramm. Kann man sich runterladen. Immer wenn man Schritte hört auf dem Flur, drückt man auf eine Taste und Excel ist im Vordergrund. Bei den Jungs zocken ein Drittel an jedem Schultag 2 bis 4 Stunden und 12% 4 Stunden und mehr. Also da kann man, es sei denn, man hat ein fotografisches Gedächtnis, ein Gymnasium eigentlich nicht mehr auf die Reihe bekommen. Lesen im Vergleich dazu eher überschaubar. Und in der älteren Umfrage schon 2017 haben die Jungs nach eigenem Einschätzen angegeben, dass sie an jedem Tag im Schuljahr 35 Minuten weniger lernen als Mädchen. Das sind im Laufe eines Schuljahres 160 Stunden. Unterrichten Sie jemanden 160 Stunden lang in einer Fremdsprache, dann kommt der im Ausland schon ganz gut klar. Das verdaddeln die auf der linken Seite, anstatt zu lernen. Und das erklärt auch zum Teil für mich die Abiturkurve, kommen wir gleich nochmal dazu. Woran erkennt man, dass man süchtig ist? Ist bei allen Süchten sind es exakt dieselben Symptome. Weil alle Süchte im Belohnungszentrum passieren. Und das Schlimme ist, das Belohnungszentrum von Kindern und Jugendlichen ist plastisch. Das verändert sich extrem schnell. Sie gehen in die Psychiatrie, in der HSK, lassen einen Jugendlichen scannen, das Gehirn, und die können ihnen sagen, ob der schon 3 oder mehr Joints geraucht hat. Das sieht man im Belohnungszentrum. Und es ist nicht mehr reversibel. Wenn man als Erwachsener mit Suchtmitteln anfängt, dann muss man sich richtig anstrengen. Jetzt kann man aus allen Süchten wieder rauskommen, wenn man mit dem Suchtmittel einfach keinen Kontakt mehr hat. Ne? Bei Rauchen, bei Trinken, bei Drogen funktioniert. Aber wie soll denn das mit Internet funktionieren? Wenn man online süchtig ist, ein Leben lang ohne online, ist, finde ich, einigermaßen unmöglich. Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Die Frage ist, warum sind diese Kinder süchtig geworden? Weil mit einer Sucht kompensiert man irgendwas im Leben. Wenn man abends immer ein Glas Wein trinkt, weil es schmeckt, kein Problem. Wenn man anfängt, sich sein Leben schön zu trinken und immer mehr trinkt, dann kann man süchtig werden. Also was haben die Kinder für Probleme in ihrem Umfeld, die dazu geführt haben, dass sie online süchtig geworden sind? Und es können auch schon Eltern gewesen sein, die zu wenig mitbekommen haben, was macht mein Kind eigentlich die ganze Nacht in seinem Zimmer? Ich habe schon versucht, Jungs aus meinen Klassen ins Bett zu schicken früher, weil ich gesehen habe, dass sie um 23 Uhr noch bei Skype online waren. Dann haben die gesagt, alles klar, Herr Stemmig, ich gehe ins Bett, und haben sich unsichtbar geschaltet.
Das ist das Abitur von 1990 bis heute. Irgendwas ist passiert, dass die Mädchen den Jungs davongerannt sind, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch das Abi der Mädchen ist im Schnitt immer plus minus eine ganze Notenstufe besser. Also nicht Punkte, sondern Noten. Wenn Jungs Medizin studieren wollen, gehen die immer öfter irgendwo nach Rumänien oder Ungarn oder so, weil da der NC nicht so brutal ist, und wechseln dann. Meine einzige Erklärung, weil Schule hat sich, ich bin hier seit 91, nicht irgendwo grundlegend verändert, dass Jungs auf einmal schlechter werden müssen. Aber Jungs verdaddeln jede Minute Langeweile oder ungebändigte Freizeit irgendwo mit Games. Unsere Schulmannschaft WK4 beim Regionalentscheid erfüllt meinen Auftrag, sich den nächsten Gegner anzuschauen. Ich komme 5 Minuten später auf die Tribüne, alle sind am Zocken. Ich nehme alles weg, bin im Moment der doofe Herr Steppich, und wir gehen aber dann weiter zum Landesentscheid, holen die Bronzemedaille, und ich baumel dann mit den Medaillen von den Jungs und sage, die nehme ich alle mit nach Hause, sind alles meine, weil ich euch immer die Handys wegnehme. Weil wenn die keine Handys haben, ist Basketball auf einmal wieder mega spannend. Aber wenn sie Jungs haben, fragen sie die. Für Jungs ist eigentlich Gaming das eine Thema. Und wenn man zu Hause nicht darf, geht man nachmittags gerne zu Freunden, die dürfen. Ich höre immer wieder von Eltern, zu meinem Sohn will nachmittags kaum einer kommen, weil wir keine Playstation haben. Oder wenn die kommen, fragen die immer, dürfen wir zocken? Es ist unfassbar faszinierend, und auch meine Talentfördergruppe Basketball, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt, konnte sich nicht wehren. Freitags vor der 7. Stunde. Beim ersten Mal dachte ich, die dealen mit Drogen. Dann rennt man hin, und es ist auch eine Art Droge, völlig alternativlos. Jede Woche ein neues Bild. So, wann ist die wichtigste Lernzeit? Ja? Ich wollte aber trotzdem mal eine Lanze brechen und darauf hinweisen, was Sie vorhin gesagt haben. Wenn man jetzt mal abends ins Kino, also wirklich auch zur Uhrzeit, wo jetzt nur Erwachsene gehen, früher Kinotür auf und flupp, die Fluppe, heute klack, das Handy auf, ja. Oder man hat Superkarten im Stadion, im Konzert, es kommt die Pause. Was machen alle? Also sie sehen nichts anderes, sie sind damit aufgewachsen. Und warum sollten sie das dann anders machen? Ja. Und dann kommt eben noch Zocken, Spielen. Ich meine, da muss man es auch, als es aufkam mit Gameboy und so, oh, was war das voll mit Tetris, ja? Das hat uns auch fasziniert. Ja. Also warum sollte das jetzt anders sein? Bei den Möglichkeiten entwickelt sich das. Aber ich finde schon, dass wie gesagt, der Vorbildcharakter, wenn ich heute ins Konzert gehe, ins Kino oder sonst was, machen die Erwachsene, und jetzt wirklich auch eine Generation, die überhaupt nicht mit Technik, also noch mein Schwiegereltern, mit 80, die haben das, so, wo ich zu Hause dann sagen muss, ist, ich versuche meinen Kindern zu sagen, nein, dann darf aber Oma aufs Handy nicht auf dem Tisch liegen. Ja. Wobei natürlich die meisten Eltern jetzt keine Heavy-Gamer-Vorbilder sind, ne? Aber in anderen Bereichen. Ne? Wann ist die wichtigste Lernphase für unser Gehirn? Wann speichern wir Inhalte dauerhaft ab? Genau, im Schlaf, und zwar im Tiefschlaf. Schon mal ein Punkt. Es gibt Studien, wenn nur ein Handy im Zimmer rumliegt, auch wenn es aus ist, schläft man schlechter, weil das Unterbewusstsein irgendwie immer bei dem Handy ist. Habe ich den Kindern auch erklärt. Wenn man dem Handy erlaubt, nachts noch Töne zu machen oder zu vibrieren oder nur Licht anzumachen, dann verhindern wir Tiefschlafphasen, weil unser Gehirn alles mitbekommt. Wir machen nicht auf meistens, aber unser Tiefschlaf ist beendet. Im Tiefschlaf lernt man, im Tiefschlaf wächst man auch. Also die meisten wichtigen Entwicklungsprozesse passieren im Tiefschlaf. Also ein wichtiger Grund, warum die Kinder online frei sein sollten. Ich behaupte mal, ich bin ein ganz guter Englischlehrer. Ich gebe mir immer noch Mühe, guten Unterricht zu machen. Aber wie mache ich einen Englischunterricht in der Mittelstufe, der in dieser entscheidenden Phase meinem Gehirn sagt, Englisch Present Perfect Progressive ist wichtiger als Fortnite. Und das speichere ich ab. Weil das passiert im Gehirn. Unser Gehirn lässt alles nochmal Revue passieren, was wir am Tag gemacht haben, und entscheidet dann, wichtig wird abgespeichert, Mittel- und Langzeit, unwichtig wird gelöscht. Und solange man am Pubertieren ist, übrigens bis Mitte 20 ungefähr, werden Synapsen mit Infos gelöscht. Die sind einfach nicht mehr da. Meine 8-Klässler kommen nach den Sommerferien und schwören, sie haben vom Present Progressive noch nie was gehört. Das ist einfach nicht mehr auf der Festplatte, ne?
Und das Dumme ist, wir haben auch Schüler, die sagen, ich lerne so viel und trotzdem klappt es nicht in der Arbeit. Es kann daran liegen, man lernt nachmittags, man hat es drauf, man sagt dann, läuft, ich mache noch eine Stunde FIFA, esse schnell was, gehe ins Bett. Und wer gewinnt dann? Das, was man gelernt hat, ohne FIFA. Wo man gerade Bayern irgendwie super abgezockt hat oder so. Mit irgendeinem coolen Move. Also ich empfehle, wenn Sie merken, mein Kind lernt oder Ihr Kind sagt selber, ich lerne dauernd und die Noten sind schlecht, schauen Sie auf die Bildschirmzeiten. Da waren auch ein paar Fünftklässler, die gesagt haben, ich darf nur von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag gamen und sonst nicht. Wenn es mit der Schule läuft und alles kein Problem ist, dann sollen die meinetwegen auch 2 Stunden zocken irgendwann in der Mittelstufe. Aber wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann kann das am Gaming liegen und an diesem Prozess. Obwohl wir ja 2 Hirnhälften haben. Wer von Ihnen kann Multitasking? 2 Denkaufgaben parallel. Und da lächeln Frauen immer nur überlegen, aber melden sich nicht. Weil die Wissenschaft sagt, niemand kann das. Und Sie sehen das ja jeden Tag beim Autofahren. Man kann das nicht. Allein schon von der Optik nicht. Immer mehr Unfälle mit Smartphones. Ich habe leider immer noch keine Statistik gefunden. Und viele von unseren Schülern laufen so da vorne über den Zebrastreifen. Klopstockstraße. 1 von 10. So über die Straße. Und die Schweizer Polizei hat einen super Film dafür gemacht. Den kann man aber frühestens ab der 8. Klasse zeigen. Lord have mercy. Guten Tag. Heute erzähle ich euch von Jonas. Jonas ist 24, er mag Rap, R&B und generell elektronische Musik und vor allem chattet er gerne mit seinen Freunden. Jonas hat keine Erfahrungen mit Magie und doch wird er gleich vor euren Augen verschwinden. Schauen wir genau hin. Achtung! Und weg! Abracadabra. Willst auch du diese unglaubliche magische Erfahrung machen? Alles, was du dazu brauchst, ist bloß ein Handy, einige Songs, eine Chatfunktion und vor allem ein bisschen Unaufmerksamkeit. Hey, bis bald. Lord have mercy. Save your car. Oh, yes. Have mercy. Oh, it's power. It is bad and done. Somebody wrong. Oh, yes. Have mercy. Sie haben Ihr Notizbuch vor das Gesicht gehalten. Das können viele Erwachsene nicht sehen. Wenn man ja testen wollte, ob das eigene Kind noch ein Kind ist oder ein Jugendlicher, weil das ist der entscheidende Unterschied, dann könnte man zum Beispiel sowas zeigen. Die 7. und 8. Klässler, da schreien die meisten, das breche ich ab von dem Unfall, ne, und fragen dann, was passiert, woran liegt's? Dann schreien die meisten Jungs, nee, lassen Sie laufen, wir wollen das sehen, ist doch eh nur Fake, ne? Das sind Jugendliche. Kinder wollen das nicht sehen. Aber die sehen es auf TikTok. Wenn Sie irgendwie an TikTok rankommen, suchen Sie mal oben rechts nach Unfall. Ja, man fällt tot um. Da fährt ein Ferrari in den Wald, verbrennt und 2 Leute sind tot. Und das sehen dann Kinder auf TikTok, ungefragt. Weiteres Problem mit dem Multitasking, also es ist wieder Ping-Pong zwischen TikTok und Multitasking. Kind soll Hausaufgaben machen, Mathe, muss sich konzentrieren. Konzentration heißt, alle meine Sinne müssen Mathe machen. Dann liegt aber mein Handy und ein iPad auf dem Schreibtisch. Und dann macht es alle 2 Minuten Ding-Dong am Nachmittag. Weil irgendwelche weltbewegenden Nachrichten kommen auf Insta. Oder die Freundin ruft an auf FaceTime und heult rum, ich habe mir den Pony verschnitten, was soll ich jetzt machen? Dann muss man die erstmal trösten. Dann fängt man wieder mit, man fängt immer von vorne an mit Mathe, jedes Mal. Ne? Dann fliegt die Freundin schon auf WhatsApp ein als Meme, ne? Weil jemand einen Screenshot gemacht hat. Das haben wir gerne in der 7., 8. Klasse. Und unsere Eltern haben früher gesagt, keine Musik beim Lernen, das lenkt ab. Und auch das stimmt. Auch wenn ich es immer bestritten habe. Wenn Sie sich mit dem Auto irgendwo verfahren, dann machen Sie das Radio aus. Wenn Google Maps irgendwie versagt oder so. Und das macht aus einer halben Stunde Hausaufgaben 3 Stunden ohne Probleme. Hat meine Tochter schon erlebt ohne Apps. Die war nur online auf MSN Messenger mit der Hälfte ihrer Klasse zusammen am Mathe machen. Und hat sich beschwert, Mathe dauert 3 Stunden. Da haben wir ihr Internet nachmittags gesperrt. Und dann machen wir das 20 Minuten. Schauen Sie mal nur nach rechts.
Da schreibt ein Mädchen eine Nachricht, während sie einen Reaktionstest macht. Links volle Konzentration, 111 Treffer, rechts 11 immerhin. Also Reaktionszeit mal 10. Und von daher, wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder konzentriert, schnell und gut vor allem Hausaufgaben machen, erlauben Sie nicht diesen Versuch mit Multitasking. Weil auch wir Erwachsenen, wenn wir Multitasking machen, dann werden alle Aufgaben schlechter und dauern länger, weil wir immer hin und her switchen müssen. Ich könnte niemals meine LK-Arbeit korrigieren, wenn nebenbei mein E-Mail-Programm läuft, weil da macht es alle 5 Minuten Deng. Und wenn ich da mal eben schnell reingucke, dann bin ich wieder 10 Minuten weg. Und dann lese ich die Arbeit, die ich fast fertig hatte, wieder von vorne, weil ich komplett raus bin. Kennen Sie das Game? Clash of Clans, so wie Siedler auch als Brettspiel, eigentlich erstmal total harmlos, aber man hat dauernd Gründe, reinzugehen. Und es gibt Anlässe für Mobbing, dann ist irgendwie wieder so ein Clan-Fight, da muss man in einer Woche möglichst viel drin sein, viele Soldaten produzieren, die man den Mitspielern spendet, wenn man das nicht macht. Der Tom aus meiner 8. Klasse ist vor ein paar Jahren rausgeflogen einfach. Kam dann mal zu mir, beschwert sich. Die haben mich aus Clash of Clans rausgeschmissen, aus dem Clan. Ne? Oder, nächster Punkt, schauen Sie mal die Uhrzeiten an, zu denen Clash of Clans Nachrichten einblendet. Auch im Flugmodus. Das interessiert die App überhaupt nicht. Sie müssen schon den Nicht-Stören-Modus einschalten, damit gar nichts mehr durchkommt. Und da sieht man, warum man nachts ein Smartphone nicht im Zimmer haben sollte und warum man auch im Unterricht in der Unter- und Mittelstufe mit privaten Endgeräten eigentlich kaum ordentlich arbeiten kann. Wenn ich gerade die beste Englischstunde der Welt mache und der Tom liest, Häuptling kommt zurück, deine Armee braucht nicht. Wer gewinnt? Meine tolle Englischstunde oder mein Dorf? Oder man kriegt von der Ex-Freundin eine Nachricht auf einmal als Pop-up. Können wir uns in der Pause auf dem Schulhof treffen? Nebenbei, Fortnite hat im ersten Jahr 3 Milliarden Gewinn gemacht mit dem Taschengeld, vor allem von Kindern. Und man kann nur Klamotten kaufen, aussehen. Keine Waffen. Ne? Man sieht nur cooler aus. 3 Milliarden Reingewinn. So ein paar Grundregeln, die ich mit Ihren Kindern besprochen habe. Wenn man sich irgendwo anmeldet, nimmt man nicht die Handynummer. Eine Handynummer ist eine ganz private Information, die gibt man nur Menschen, die man in echt kennt. Man braucht dafür eine extra E-Mail-Adresse, ohne Namen drin, ohne Geburtsdatum und was ist ein sicheres Passwort. Meine Tochter wollte beim ersten Versuch den Namen ihres Meerschweinchens als Passwort nehmen, das ja kaum einer kennt. Auf dem Profilbild haben wir besprochen, Kinder dürfen nie im Internet mit dem Gesicht erkennbar sein. Da sagen mir viele Kinder, mein Papa oder meine Oma oder so, die benutzen mein Gesicht als Profilbild bei WhatsApp. Machen Sie das bitte nicht. Pädophile geben mittlerweile in WhatsApp Zufalls-Handynummern ein und schauen, wen sie da finden, laden sich Bilder runter, wenn man das entsprechend nicht eingeschränkt hat. Und ganz normale Fotos von angezogenen Kindern landen im Darknet in pädophilen Foren. Als Eintrittskarte muss man neue Bilder liefern, die noch nicht bekannt sind. Warum sollen Kinder online zu erkennen sein? Die Kontakte der Kinder kennen die Kinder eh. Da muss man auch keine Geburtsdaten, Sportvereine, Schule und so weiter reinschreiben, Adresse. Das wissen ja meine Kontakte alle. Also sämtliche persönlichen Daten gehören nicht ins Internet von Kindern. Never ever. Die sollen nur Nicknames benutzen, die dürfen aber nicht irgendwie sexy sein. Ne? Also, was weiß ich, cooler Kevin 11 oder so, reicht schon, dass ein Pädophiler denkt, das könnte meine Zielgruppe sein. Bevor man in einer App irgendwas macht, geht man in die Privatsphäre-Einstellung. Und wir haben auch jetzt wieder festgestellt, die meisten Fünftklässler, die WhatsApp haben, haben an den Voreinstellungen fast nichts geändert. Schauen wir uns gleich nochmal an. Denke, bevor du postest, muss man eigentlich morgens, mittags und abends sagen in dem Alter. Wenn man das nicht macht, dann postet man quasi seine Profilseite vom Freundebuch öffentlich, als würde man hier sein Freundebuch ans Schultor kleben hängen und dann kann jeder sich eins mitnehmen. Oder man stellt sich in eine Fußgängerzone und teilt jedem seine Profilseite aus. Passiert vielen Kindern, denen man das nicht erklärt hat, warum das gefährlich ist. Auch dieses
was du teilst, kann öffentlich werden. Wir haben besprochen, wenn du ein Bild teilen willst, online, dann überlege dir, du hättest das Bild in der Hand auf Papier und wem würdest du das in die Hand geben? Hat ein Mädchen aus der 5S gesagt, das sind drei Mädchen hier in der Klasse, denen ich ein Foto von mir auf Papier geben würde. Aber wenn man in der Gruppe ist, haben es auf einmal alle. Oder wenn Eltern auch 800 Kontakte haben auf Facebook oder so. Die Kinder sollen keine Kontakte als Unbekannte annehmen. Warum machen sie das trotzdem? Weil sie Influencer werden wollen. Das kann man auch ab 16. Mein Sohn ist als Fotograf unterwegs, weltweit. Der hat auf Instagram mittlerweile irgendwie 12.000 Follower, verdient immer noch keinen Cent damit. Da muss man schon deutlich mehr haben. Und Kinder sollten auf keinen Fall Hunderte oder Tausende von Followern haben. Der Unterschied in der Kontaktliste bei Instagram ist, also wenn das Kind überhaupt da ist, wenn man das nicht einschränkt auf ein privates Profil, dann sieht jeder die Namen meiner Kontakte, kann sich durch meine ganze Kontaktliste durchklicken und weiß nach 5 Minuten ungefähr wie alt, Wohnort, Schule, Hobbys, Mädchen, Junge und so weiter. Lauter Infos, die das Kind selber gar nicht preisgegeben hat, die man aus den Kontakten ableiten kann. Und warum wissen, bin ich bei Ihnen wieder, Vorbildfunktion, so viele von uns Erwachsenen das nicht, egal ob das Eltern sind oder Lehrkräfte. Wer von Ihnen ist immer noch Generation Kassettenrekorder? So nach Selbsteinschätzung, ne? Dieser Schnelltest hier. Ne? Wenn Sie noch wissen, was man früher am Wochenende gemacht hat, dann sind Sie das auch noch. Kinder sind angeblich digitale Eingeborene. Die kennen das gar nicht mehr. Aber für mich sind es digitale Insulaner. Die sind auch, viele von denen sind auf der digitalen Insel ohne Erwachsene, werden da mit einem Handy ausgesetzt und sollen selber herausfinden, wie man da überlebt. Und wenn sie es geschafft haben, sollen sie es auch noch Oma und Opa erklären, weil wir keine Lust dazu haben. Also das geht halt gar nicht. Wenn man Kindern ein Smartphone gibt, muss man das permanent begleiten, jeden Tag. Und es ist nervig. Ich erlebe es ja jetzt bei meiner Enkelin und meiner Tochter, die beiden Mädels sind 10 und 7. Und das Witzige ist, dass meine Tochter die Sprüche, die ich von meiner Mutter hatte, die ich gehasst habe bei meiner Mutter, und die dann meine Tochter bei mir gehasst hat, jetzt bei ihren Kindern raushaut. Caro sagt, wenn ich in die 5. Klasse komme, dann kriegen alle ein Smartphone, nur ich nicht. Und meine Tochter sagt, hol mal die Klassenliste, ich glaube, das stimmt nicht, ich rufe mal alle an. Caro sagt, ich weiß nicht, wo die Klassenliste ist. Ne? Und wenn ich mal irgendwas der Einzige war, der es nicht hatte, dann hat meine Mutter immer gesagt, das ist toll. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Mein Schatz, du bist was Besonderes. Und ich habe es gehasst. Und meine Tochter hat es gehasst. Und Caro hasst es jetzt. Und ja, es war schon immer so. Ich glaube, aber Eltern heute fallen eher um. Wenn Kinder kommen und sagen, alle haben das, rennen wir sofort los in irgendeinen Multimedia-Markt und kaufen ein Handy, weil wir denken, unser Kind wird Außenseiter. Aber die Kinder selber sagen in diesen Unterrichtsstunden, man wird kein besserer Mensch mit einem Smartphone. Und vor allem, wir reden auch darüber, wenn jemand gemobbt wird und er hat kein Smartphone und dann kauft man dem Kind ein Smartphone, damit das Mobbing aufhört, dann geht das Mobbing gerade weiter mit anderen Sachen und auch mit dem Smartphone. Weil Mobbing hat immer ganz andere Gründe, die liegen immer irgendwo im persönlichen Bereich. Und wir haben auch darüber gesprochen, Mobber sind Menschen, die selber Probleme mit sich haben und die sich größer machen, indem sie andere kleiner machen. Und die vergreifen sich vor allem an Kindern, die eher schüchtern und nicht so selbstbewusst sind. Und wenn die dann ein Smartphone haben, dann finden die da andere Sachen. Und dagegen muss man Kinder stark machen, da hilft kein Smartphone. Wir müssen die Kinder ans Netz ranführen, wie ans Autofahren. Aber wenn wir die ans Autofahren ranführen würden, wie ans Netz, dann hätten wir mittlerweile nicht mehr einen 11-Jährigen drauf sitzen, sondern Kita-Kinder. Ich habe immer mehr Anfragen von Kitas für Internet-Elternabende. Ne, genau, sag ich mal, was? Die Kinder können nicht mal lesen, aber die erzählen montagmorgens im Stuhlkreis, dass sie vor YouTube geparkt wurden. Und dann klicken die überall rum und auf einmal kommt ein Peppa Woods-Video, wo irgendein Idiot Chucky in die Mörderpuppe reingeschnitten hat. Gibt es in YouTube. Ne, und dann, Riesendrama, Kinder können nicht mehr schlafen. Und sie erzählen es vielleicht auch nicht mehr den Eltern, weil sie dann nicht mehr YouTube schauen dürfen.
Verantwortlich, wie gesagt, für alles, was Kinder online machen, sind wir Eltern. Und seit der Datenschutzgrundverordnung dürfen unter 16-Jährige sich nirgendwo anmelden, ohne Erlaubnis der Eltern. Also, wenn Sie DSGVO-konform sein wollen, dann müssen Ihre Kinder Sie immer fragen, Mama, Papa, darf ich mir TikTok installieren? Wenn Sie dann sagen, TikTok kenne ich nicht, schaue ich erstmal, können Sie sich schlau machen. Und das kann man einstellen mit diesen ganzen eingebauten Kinderschutzmöglichkeiten. Kinder müssen den Eltern eine Anfrage schicken. Ich hätte gern Be Real. Man hat keine Ahnung, was das ist. Dann informiert man sich und sagt, du, Be Real ist ab 13. Und dann kommt natürlich, aber alle anderen haben das, nur ich nicht. Und dann kann man zum Beispiel bei WhatsApp sagen, guck mal hier in den AGB, da steht wörtlich drin, WhatsApp ist ab 16. Und selbst wenn man die nicht liest, installiert man WhatsApp, dann kommt ein Pop-up, da muss man einen Haken setzen, dass man mindestens 16 ist. Und wenn ich jetzt meinem Kind sage, dann kannst du ruhig lügen, dann lügt mich mein Kind irgendwann an und sagt, Papa, jetzt machen wir keinen Stress, du hast ja gesagt, Lügen ist in Ordnung. Fand ich schon immer. Meine Tochter hat auch oft gemeint, sie ist die Einzige, die von der Fofi um 10 Uhr nach Hause muss. Und alle anderen dürfen da länger bleiben. Wir haben gesagt, Jugendschutzgesetz, 10 Uhr, Feierabend. Wir holen dich ab um 10 und gut ist. Ja, und andere gelten bis 16, Alkohol und so weiter. Und ich finde, wenn man dann sagt, Gesetze sind egal, dann bringt man sich in eine ganz schlechte Position gegenüber den Kindern. Meine Meinung, Sie hatten gerade da hinten. Ja, nee, ich wollte nur sagen, es hört sich jetzt alles so einfach an, aber im Alltag finde ich das unheimlich anstrengend. Eigentlich jeden Tag sich damit mit diesem Thema beschäftigen muss, obwohl man eigentlich gar nicht will, aber weil man ja noch andere Dinge zu tun hat. Aber letztendlich muss man sich täglich damit auseinandersetzen und immer wieder mit dem Kind darüber reden. Und ja. Also ich, für mich ist es unheimlich schwierig und ich sehe da auch nicht wirklich die ultimative Lösung, weil irgendwo wird es dann auch von der Schule erwartet, also meine Tochter ist jetzt auf einer anderen Schule und da heißt es dann ja in der fünften schon, ja gut, am besten ihr macht eine Signalgruppe und dann könnt ihr euch austauschen oder wir stellen YouTube-Videos ins Netz und schaut euch das doch mal an, dann kommt meine Tochter wieder an. Mama, kannst du mir mal YouTube freigeben? Ja. Wieso? Ah ja, die Schule, die schicken da ein Video. Ah ja, okay, mach ich wieder frei. Also es ist jeden Tag, muss man sich fünf Rechte. Und das mit der Schule, wir haben eine Lehrergeneration, auch die ganz jungen Referendarinnen und Referendare. Ich habe in Hessen 500 von diesen Nachwuchskolleginnen und Kollegen vor mir sitzen mit genau dem Thema. Die haben null Ahnung davon, es sei denn, die haben irgendwie jüngere Geschwister oder Verwandte, weil es an der Uni kein Thema ist. In keinem Fach. Und auch so mit der grundsätzlichen Bedienung von Geräten. Die meisten Referendare wären vorhin ausgestiegen, als das Bild weg war. Ja, und heute habe ich einen Kollegen, der deutlich jünger ist als ich, auf dem iPad Funktionen erklärt, die ihm jeder 13-Jährige erklären kann. Mit von unten wischen und von oben runterziehen und solche Sachen. Da denke ich mal, wie kann man so digital inkompetent sein? Aber bei den Kindern fand ich immer Regeln, die man einmal bespricht und dann nicht jeden Tag diskutiert, die fand ich lebenswichtig. Eine Schülerin hat mir erzählt, ich muss es halt oft dann wieder... Ja. Aufgeben diese Regeln, weil von der Schule irgendwie kommt ja, wir müssen aber im Unterricht sagen, du kannst dich ins Internet, Mama, du musst mir Internet freigeben. Ja. Also ich sage, wieso denn? Ja, das ist doch dein Privat. Nein, alle anderen konnten ins Internet, nur ich konnte nicht. Ja. Es gibt so viele Beispiele. Eine Grundschule gibt ihren Kindern die Hausaufgabe, vierte Klasse, einen Text vorzulesen in Deutsch, als Sprachmemo aufzuzeichnen und der Lehrerin zu schicken. Das darf die nicht, ohne Erlaubnis der Eltern. Das muss sie sich unterschreiben lassen. Und die Lehrerin hat einfach keine Ahnung. Soll ich da jetzt anrufen, weil ich dieses Kind kenne? Und der Vater mich fragt, darf die das überhaupt? Und die Kleine sagt, ich möchte nicht, dass die meine Stimme dann auf ihrem Gerät hat. Und so. Und da ist so viel Unwissen auf breiter Front in der ganzen Generation und auch in der Politik. Das ist eigentlich das schlimmste Problem, dass die Leute ganz oben, die das ändern könnten, überhaupt keinen Einblick haben, was in den Schulen überhaupt abgeht und erforderlich ist. Ich sage, wenn ich Kultusminister wäre, würde ich sofort ein Fach einführen.
Und auch, da müsste ich irgendwo Stunden wegnehmen, weil die Kinder ja nicht mehr als 30 Wochenstunden haben dürfen, wenn man keine Ganztagsschule hat. Aber das Fach muss man unterrichten, weil es viele Eltern nicht können oder wollen. Und den Lernfaktor, den Sie eben beschrieben haben, kann man ja auch ein bisschen runterfahren, wenn man in der Schule mehr macht. Aber also den Spruch, den meine Tochter am meisten gehasst hat, war, wenn ich gesagt habe, ich habe dreimal Nein gesagt, möchtest du einen Buchstaben nochmal extra erklärt haben? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Aber es ist 100% heute viel fordernder noch als vor 15 Jahren. Auf jeden Fall. Und das fand ich schon nervig genug. Aber ich kriege es jetzt ja bei der Enkelin mit. Ja, WhatsApp, wie gesagt, ab 16 würde ich mich hinter verstecken als Vater. Auch wenn sie sagt, alle haben das, wäre mir egal. Alle Daten von WhatsApp gehen an Meta und die werden von Kindern schon lebenslang gespeichert für Werbung. Und Werbung, Daten von Menschen sind mehr wert auf dem Weltmarkt als Rohöl, Gas oder Strom. Trotz der Energiekrise, weil man mit personalisierter Werbung unfassbar viel Geld verdienen kann. Wenn ich einem Konzern sage wie Nike, ich kann dir 100.000 Schüler liefern, die spielen alle Fußball und interessieren sich für deine Schuhe und wir zeigen denen das jeden Tag auf Insta und Facebook an, dann kriegen die dafür unfassbar viel Geld. Viel mehr, als wenn die sagen, wir blenden das irgendwelchen 100.000 Leuten ein. Ich bin im Internet, seit ich Anfang 30 bin und so die richtige Werbemaschine ging los, als ich so Mitte 40 war. Aber die Kinder werden von Anfang an erfasst und getrackt. Und, das hatten wir auch, viele Kinder haben sich gemeldet, sie wurden schon mal ungefragt in eine WhatsApp-Gruppe eingefügt. Das muss man unbedingt ändern, weil sonst Fremde, die die Handynummer von Kindern sehen können, in WhatsApp-Gruppen, wo 300 Menschen drin sind, wildfremde Menschen. Voreinstellungen von WhatsApp ist leider im Bereich Account-Datenschutz. Welches Kind schaut sich freiwillig im Bereich Datenschutz an? Also langweiliger geht es ja nicht vom Begriff her. Und das muss alles auf privat geschaltet werden. Nur meine Kontakte oder auch gar niemand. Und die Sache mit den Gruppen ist, standardmäßig darf mich jeder in eine Gruppe einfügen und man muss sich dann hier durchhangeln durch vier Untermenüs, bis man einstellen kann, es dürfen nur meine Kontakte außer und man kann mit einem Klick alle Kontakte rausnehmen. Und dann kriegen die Kinder nur noch eine Anfrage, Stefan, will ich in diese oder jene Gruppe einfügen? Und dann sieht man, die Gruppe heißt, alle zwei Minuten ein Katzenvideo. Und dann sagt man, nee, danke, und geht nicht rein. Wenn man auch nur eine Sekunde drin ist, steht nach dem Verlassen die Handynummer des Kindes in der Gruppe. Und wir hatten hier auch schon Vorfälle, wo Mädels zu mir kamen und sagten, seit ich kurz in so einer Gruppe war, werde ich von irgendeinem Fremden sexuell belästigt. Den habe ich auf WhatsApp geblockt, dann habe ich seine Handynummer geblockt. Jetzt ruft er mich mit unterdrückter Nummer an. Was kann ich noch machen? Vorher wird gesagt, sagen Sie es bloß nicht meinen Eltern. Und dann sage ich, du kannst dir nur eine neue Handynummer holen. Einzige Möglichkeit. Und man kann den noch nicht mal anzeigen, weil er noch nichts gemacht hat, was strafbar war. Er ruft nur dauernd eine 14-Jährige an, sagt ihr, wie toll sie aussieht. Ne? Und er würde sie gerne mal ohne Unterwäsche sehen und ob sie sich mal irgendwo treffen können. Ja, und das passiert auf WhatsApp, wenn man diese Einstellung nicht geändert hat. Das habe ich vorhin erwähnt, auch voreingestellt. Alles, was man in WhatsApp bekommt, geht standardmäßig in die Galerie. Links ist iOS, rechts ist Android. Der Schalter ist standardmäßig grün und den muss man deaktivieren. Und dann kann man Aufnahmen, die man wirklich haben will, von Hand runterladen. Das entlastet auch den Handyspeicher. Denn wenn ich in der 8. Klasse sage, installiert euch mal die Vokabel-App, die hat 80 MB, dann kann man offline Vokabel schauen, dann kriegt die Hälfte der Klasse Schnappatmung, weil der Speicher voll ist. Und WhatsApp ist mit der Hauptgrund, weil der ganze Müll immer in die Handygalerie geht. Und dann ist es ruckzuck voll. Und das führt in Sachen, wenn Ermittlungen ins Spiel kommen, ist es ein ganz entscheidender Punkt, war das nur in der Chatgruppe oder ist es auch auf dem Handy gefunden worden in der Galerie. Obwohl man es gar nicht aktiv runtergeladen hat. Glauben Sie, dass WhatsApp Ende-zu-Ende verschlüsselt ist? Will ich behaupten? Weil in den AGB steht, die dürfen mit dem, was die WhatsApp-Nutzer machen, alles verwenden, alles machen, was sie wollen, für Werbung benutzen, unterlizenzieren, weiterverkaufen, pipapo. Obwohl sie ja bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gar nicht sehen können,
was sie so alle austauschen. Aber wenn man jemanden meldet bei WhatsApp, können die letzten 6 Nachrichten nochmal nachlesen. Und die Backups von WhatsApp auf dem Server sind standardmäßig unverschlüsselt. Und da läuft eine amerikanische Software drüber. Und wenn da vermeintliche Nacktaufnahmen von Minderjährigen auftauchen, meldet die Software das an die Polizei. Dann wird es gecheckt, dann wird es an die deutsche Polizei weitergemeldet. Und auch da hatten wir auch schon Klassenbesuche. Ne? Lauter so Details, die man wissen müsste. Ich finde, man sollte Kinder nicht damit belasten, dass sie das alles irgendwie im Griff haben sollen. Ich habe den 5ern gesagt, wenn ihr WhatsApp habt, geht heim, setzt euch mit euren Eltern mal eine halbe Stunde hin und schaut mit denen jedes einzelne Untermenü durch. Und wenn ihr sagt, meine Eltern haben keine Ahnung, ist egal, eure Eltern haben Lebenserfahrung. Und dann sagen die, nee, es darf nicht jeder sehen, was du für ein Profilbild hast oder was du in deinen Status reingeschrieben hast. Warum ich WhatsApp schon lange nicht mehr habe, ist, weil man bestätigen muss, auch per Haken, dass man all seine Kontakte permanent in die USA synchronisiert. Das ist nach der Datenschutzgrundverordnung einfach nicht erlaubt. Und deswegen habe ich Threema und Signal, auch Wire, aber das hat irgendwie keiner, nutzt keiner. Threema kostet einmal 3 €, einmalig. Ne? Und Signal ist für Erwachsene eine Top-App, die kann alles, was WhatsApp kann, aber ich würde es Kindern nicht geben, weil sie vorhin sagten Signal, weil man bei Signal seine Handynummer eingeben muss und die sehen alle Kontakte. Finde ich suboptimal. Aber einmal Threema und zumindest mal vom Datenschutz her ist es besser. Aber wenn jetzt alle Kinder in der Gutenberg-Schule Threema hätten, dann hätten wir dieselben Probleme in Threema. Das haben ihre Kinder auch gesehen. Nebenbei, wir Lehrkräfte dürfen mit Ihnen, mit den Kindern und auch innerhalb des Kollegiums mit dienstlich relevanten Inhalten über WhatsApp überhaupt nicht kommunizieren. Also können wir auch richtig Ärger kriegen mit dem Datenschutzbeauftragten, wenn uns da einer anschwärzt. Und das, da haben Kinder schon gesagt, oh, voll gruselig und so. Und ich habe denen erklärt, alles, wo drinsteht, wenn du musst es in einer bestimmten Zeit an so und so viele weiterschicken, sind Kettenbriefe, die löscht man. Man schreibt dem Absender, dass es ein Kettenbrief ist und, und. Das haben die Kinder nicht gesehen, das war Momo. Ne? Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sehen jetzt nur die Fratze. Das ist eine Statue aus dem japanischen Museum. Und dann kam ein älteres Audio mit, um den Gruselfaktor zu erhöhen. Hi, ich bin Nico und bin 9 Jahre alt und habe keine Hände mehr und mein Gesicht ist voller Narben und Blut. Wenn du diese Nachricht nicht an 20 Leute schickst, komme ich um 0 Uhr zu dir. Du glaubst es nicht? Anna Weinfeld hat es einfach ignoriert. Sie glaubte nicht daran. Um 0 Uhr hörte sie komische Geräusche aus dem Flur. Sie ging in den Flur und sah mich. Sie schrie um ihr Leben, aber naja, ich brachte sie um und keiner hat sie nie mehr gesehen. Glaubst du es immer noch nicht? Tim Schnelzer hat es nur an 5 Leute geschickt. Er sitzt heute im Rollstuhl und kann sich nicht mehr bewegen. Lars Berger hat es allen Leuten geschickt. Er hat eine... Und. 90 Sekunden. Und dann wundert man sich nicht, dass vermeintlich coole 11-jährige Jungs auf einmal nachts ankommen und sagen, Papa, kann ich bei dir schlafen? Und die Frage ist, sagt er dann warum oder hat er Angst, dass Papa sein Handy einsackt? Nebeneffekt, auch für uns Erwachsene, das Telefon wurde mal erfunden, damit wir Zeit sparen. Dann kam das Smartphone und obendrauf kam dann WhatsApp. Und das sind 2 Fünftklässler am Nachmittag. Mit Abkürzung. Hey, wie geht's? Was machst du? Nix, Langeweile, oh. Inklusive Abkürzung, 2 Minuten Lebenszeit. Sinnlos verschwendet. Dann sagen die, ja, wir machen mehr Sprachnachrichten. Das dauert immer noch doppelt so lang. Ja, wir stellen die doppelt so schnell. Ich hasse Sprachnachrichten. Wenn ich von meinem Sohn eine Sprachnachricht bekomme aus Afrika, irgendwie 7 Minuten 13, dann schreibe ich dem immer 3 Wörter zurück. Ruf mich an. Ich hasse das. Ich möchte mit Leuten synchron kommunizieren. Und die Kinder haben auch diesmal wieder gesagt, das Allerschlimmste ist, wenn sie mit ihren Eltern schreiben. Oder noch schlimmer mit Oma und Opa. Wenn dann stundenlang oben steht, Papa schreibt, Papa schreibt, Papa schreibt, man muss warten, es könnte wichtig sein. Ne? Und mein Papa dann den Duden nebenbei noch konsultiert. Ne? Ihre Kinder sagen, Kommas, Punkte braucht man nicht, Großschreibung braucht kein Mensch. Sieht man zum Teil auch in den Arbeiten. Ne? Je mehr man online schreibt, meine Meinung, desto schwieriger wird das, wenn man dann wieder mal offiziell schreiben muss. Schülerin aus der 9. Klasse, man kann in WhatsApp nachschauen, auch Empfehlung für Sie in den Einstellungen.
wie viele Nachrichten man gesendet und empfangen hat. Das Mädel war 3 Jahre bei WhatsApp und hat in diesen 3 Jahren über 300.000 gesendet und über 500.000 empfangen. Und wir haben mal überschlagen, weil es immer mehr wurde. Im letzten Jahr hatte sie, wenn sie nicht in der Schule war und nicht am Schlafen, ungefähr alle 2 Minuten eine geschickt und jede Minute eine bekommen. Und die war abhängig. Hat mir erzählt, ich war mal im Bus, habe gemerkt, mein Handy ist nicht dabei. Die wohnt in irgendeinem Vorort. Ich bin ausgestiegen, heimgefahren, mein Handy geholt, kam zur 3. Stunde. Ich kann nicht ohne mein Handy in die Schule. Ich hatte Herzklopfen, meine Stirn war feucht. Klare Entzugssymptome. Ich habe ihr gesagt, schick mir mal den Screenshot. In dem Moment hat sie vormittags schon wieder 90 neue. Die kommt nach Hause mit 200 neuen und ist erstmal beschäftigt. Wer kann verhindern, dass sowas passiert? Sowas nur wir Eltern, indem wir Regeln einführen. Eine von den Mädels in der 5 hat gesagt, wir haben 3 Stockwerke und ich darf digital nur im Erdgeschoss. Alle anderen 2. oder 3. Stock sind tabu. So eine ganz einfache Regel, wo man nur mal sagt, ey, hallo, dein Handy nach unten, keine Diskussion. Finde ich top. Oder Gaming, ein Schüler sagt, voll doof, ich muss mir jede Stunde Gaming mit 1 Stunde Sport erspielen. Ich mache Sport ohne Ende, aber so lange ist der Tag nicht. Das hier ist von 85. Da ging es um die Einführung des Privatfernsehens. Das ist ja in Sachen Sondermüll, den man sehen kann, nichts im Vergleich zum Internet. Also wie findet man in Instagram und TikTok oder Facebook noch Infos, die mich wirklich weiterbringen? Ich finde es extrem schwierig. Damals kam RTL. Man konnte auf einmal nachts um 3 statt Testbild noch Tutti Frutti gucken und sowas. Und Kinder mit dem Fernseher im Zimmer wurden auf einmal schlechter in der Schule. Ich finde immer Peter lustig, der bringt es immer noch auf den Punkt. Einfach mal abschalten und das kann man mittlerweile bei jedem Handy, ich habe jetzt hier mal nur iOS, dass man einen Fokus einstellt, wenn man auf die Arbeit kommt, wenn man in die Schule kommt als Schüler. Ein Ausbilder, ein Handwerker, ein Meister hat mir neulich gesagt, ich bilde nicht mehr aus. Ich finde keine Azubis, die bereit sind, während der Arbeit ihr Smartphone in der Tasche zu lassen. Ich nehme den weg, dann rennen die zur IHK, beschweren sich über Mobbing und bekommen Recht. Und mit dem Handy in der Hand sind die nicht mehr zu gebrauchen. Finde ich dramatisch. Und von daher, beim LK habe ich erklärt, wenn ihr in die Schule kommt, dann wird über den Standort der Fokus Schule eingeschaltet und dann könnt ihr da einrichten, dass alles Social Media und WhatsApp aus ist. Keine Benachrichtigung mehr. Nur noch, wenn ihr in der Pause im Oberstufenraum aktiv reinschaut, seht ihr eure Nachrichten. Aber wie gesagt, ich merke im Unterricht, im LK, diese eleganten Wischbewegungen oder einer von meinen Jungs lächelt 5 Minuten lang beim Thema African American History in sein iPad. Sag ich, hallo, wie heißt die Freundin? Was? Und das haben sie auch an der Uni. Ich sage meinen LK-Schülerinnen und Schülern auch, ihr müsst es lernen, ich kann es euch verbieten. Aber ihr seid 17, 18, ihr wollt an die Uni, dann sitzt ihr an der Uni, habt es immer noch nicht im Griff. Dann fallt ihr 2-mal durch die Klausur im Seminar, Ende Studium. Ihr müsst das lernen. Aber ich muss immer wieder, es nervt, ne? Immer wieder, hallo, du bist schon wieder abgetaucht, wo sind wir denn gerade, Fußballergebnisse. Internet ist gefährlich, wenn man sich nicht auskennt. In meiner Familie vor allem die altersmäßigen Randgruppen, ne? Opa hat Oma eine App aufs Handy gespielt, wo er immer sieht, wo Oma ist. Und das ist meine momentane Grundvokabelfolie. Muss man nicht alles kennen, aber es hilft, wenn man als erziehender Mensch ein Kind zu einem kommt und sagt, ich habe ein Problem in, und man hat zumindest mal eine grobe Ahnung, ob es um Gaming, Social Media oder was Technisches geht. Mein Lieblingsbegriff ist ganz unten rechts. Wer von Ihnen weiß, was WPS heißt? Was Technisches. Ja, das ist eine Taste am Router. Wenn man da 5 Sekunden drauf drückt, dann blinkt der Router wie ein Weihnachtsbaum. Man kann sich mit dem WLAN verbinden, ohne das Passwort zu kennen. Da sind manche Kinder monatelang online mit irgendwelchen Altgeräten, ohne dass die Eltern es wissen. Aber im Rheingau sagt gerne mal in Geisenheim beim Elternabend ein Vater, WPS kenne ich, das heißt mein Probierstand. Stimmt auch, ne?
Aber ich kenne einen Viertklässler in Eltville, der war ein halbes Jahr online dank WPS, ohne dass seine Eltern es wussten. Und er hatte 3 YouTube-Channels. Und auf einem hat er gemobbt, dann flog er auf. Von daher, Frau Merkel hat komplett recht gehabt, das Internet ist, wenn man mit Erziehung zu tun hat, immer wieder Neuland. Wenn ich jetzt mit einer vollen Stelle mich abordnen lassen würde, hätte ich nach einem Jahr keine Ahnung mehr. Bis meine Enkelin irgendwann ein Smartphone hat und ich dann wieder eine Informantin habe. Wollen Sie noch irgendwie was fragen? Wir schimpern langsam Richtung Ende, so 10 Minuten. Gut, muss auch nicht. Auf meiner Website gibt es das als Quiz. Können Sie sich eine Note geben lassen. Es ist halt nie zu Ende. Ich hatte in Marburg im Oktober eine Fortbildung von 9 bis 17 Uhr. Ja, und man denkt, wir haben alle Themen jetzt mal so besprochen. Ein paar Tage später schreibt mir eine Kollegin genau das. Sie hat einen neuen Fall und sie hat keine Ahnung, was sie machen soll, weil der in der Fortbildung nicht drin war. So, letzte Folie und auch die wichtigste. Wir sind bei 27 von 60. Also ich könnte auch einfach weitermachen, und wenn Sie keine Lust mehr haben, gehen Sie. Wenn Ihre Kinder online sind, müssen Sie sich 12 Fragen schon mal beantwortet haben. Nummer 1, haben Sie eine Idee, welche Risiken die Kinder im Internet, also den Kindern im Internet begegnen? Denken Sie an das U-Boot mit den 5 Milliarden Menschen. Und sind Sie dauernd im Gespräch? Bei Ihnen im grünen Bläser nehme ich an, ja, weil es nervt. Wenn Sie nicht genervt sind, müssen Sie vielleicht was tun, dass es nervt. Machen Sie die Geräte irgendwie, soweit es geht, kindersicher, aber es ist keine Garantie. Und www hieß für mich schon immer, wann ist mein Kind mit wem online? Das wollte ich bei meinen U14 auch schon immer wissen. Und die beste Kindersicherung ist, wenn das Kind das Gerät nicht zur Verfügung hat. Ja, über Nacht nicht im Zimmer, viele Probleme weg. Ich behaupte mal, mindestens ein Drittel der Nacktaufnahmen würde nicht verschickt, wenn die Kinder nicht über Nacht das Handy im Zimmer hätten. Wenn Ihr Kind sein Handy abends abgeben muss, es gibt einen Klassenchat und es kriegt das Handy morgens wieder, dann haben wir in der 7. Klasse plus minus 500 Nachrichten morgens. Und die Uhrzeiten sind unfassbar. Ja? Nach Mitternacht, 2 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr, dann kann man dann schon wach bleiben. Und nur, weil das Ding da liegt, man will nur mal eben was schauen und dann ist eine halbe Stunde rum. Und dann kommen die mit so dicken Augen morgens aus dem Zimmer. Und wenn ich in meiner 10. Klasse letztes Jahr morgens in der 1. rumgeschaut habe, dann war mir völlig klar, wer da die halbe Nacht irgendwie am Zocken oder in Social Media war. Man sieht das. Ne? Die schlafen nicht genug. Diese Apps sind alle im Prinzip kein Problem, weil die ja keine Inhalte mitbringen. Das Problem sind die Kontakte und die Infos, die Kinder über sich da reinstellen. Und jetzt sagen Sie mir mal die 4 Argumente, die Sie von den Eltern, die heute nicht da sind, immer hören, warum Kinder in der 5. Klasse ein Smartphone haben. Erreichbarkeit, nachvollziehbar. Meine Enkelin würde maximal, wenn es nötig wäre, aber die fährt nur eine Viertelstunde, so ein Handy kriegen. Das ist mein allererstes Motorola, 25 Jahre alt. Das ist mein Notfallhandy. Das habe ich im Januar diesen Jahres aufgeladen. Das hält in der Regel 2 Jahre, wenn ich in jeder Veranstaltung es kurz anmache und zeige, dass der Akku immer noch alle Balken hat. Das habe ich den Kindern auch gezeigt, ne? Das liegt ein ganzes Schuljahr im Ranzen, dann schaut man in den Sommerferien, ah ja, ich könnte mal nachladen. Sie haben alle noch so ein altes Nokia irgendwo rumfliegen. Müssen dann nur schauen, dass es auch mitgenommen wird. Es wird nie geklaut, es wird in der Schule nicht abgenommen, das holt man nur im Notfall raus. Man kriegt es auch eigentlich nicht kaputt. Nächstes Argument hatten wir auch schon, alle haben es, nur ich nicht, kommt meine Mama ins Spiel, die ich immer temporär gehasst habe. Meine Kinder haben uns auch immer temporär nicht leiden können. Das geht weg, das muss man aushalten. Meine Kinder haben uns beide jetzt schon mehrfach eingeladen. Mein Sohn, wir waren bei ihm in Argentinien im Studium 3 Wochen. Er sagt, wollt ihr kommen? Wir sind 3 Wochen mit dem Rucksack durch Argentinien und Uruguay über die Weihnachtsferien. Meine Tochter hat uns schon 2-mal zum Familienurlaub eingeladen. Wir durften nicht zahlen. Und wollen immer, Papa, so oldschool, so doof, alle dürfen. Das geht vorbei. Und Kinder, meine Erfahrung auch mit den Schülern, Kinder wollen Erwachsene, die eine Meinung haben, die Kante zeigen und auch sagen, egal, was 90% in deiner Klasse denken, ich weiß es besser. Ich kann es dir auch erklären, warum ich es besser weiß. Und wenn ich es einmal erklärt habe, erkläre es nicht jeden Abend wieder. Das hassen meine Schüler, wenn ich so anfange. Aber ich sage dann,
dreimal Hausaufgaben nicht gemacht, du machst jetzt irgendwas extra. Und die wissen, wenn sie es dann vergessen, dann verdoppelt sich das extra. Und beim nächsten Vergessen verdoppelt sich nochmal. Mir hat mal einer 16 Seiten extra Hausaufgaben abgegeben. Aber wir haben nach dem Abi jetzt immer noch seit Jahren immer mal Kontakt über Facebook. Kann man das einfach so beantworten, weil es alle haben? Ich meine ja, in einem Sozialgefüge, wenn alle etwas haben, dann fühlt man sich doch, sag ich mal, zugehörig zu einer Gruppe. Das ist doch ein Gefühl, was man hat. Ja. Wenn man, sag ich mal, eben ein Kind sagt, nee, du bist also was ganz Besonderes, du kriegst es eben nicht. Gibt es Erfahrungen, die wechseln so ein Kind dann, sage ich mal, eigentlich auch als Außenseiter? Ja. Also ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit. Ich war auch Außenseiter und ich sage es mal ganz ehrlich hier in der Gruppe, es war nicht schön. Alle hatten die tollsten Turnschuhe, ich leider nicht, ja, und es war nicht schön für mich. Also wie löst man das Ganze? Aber auch da ist mir im Smartphone, der Grund waren nicht ihre Turnschuhe. Weil das Problem hätte sich nicht gelöst, wenn sie jetzt auch diese Schuhe gehabt hätten. Die Mobber haben irgendein anderes Problem mit ihnen. Das ist immer an der Persönlichkeit. Und wenn sie jetzt die Schuhe bekommen hätten, dann hätten die mit ihrer Frisur angefangen. Oder mit der Jacke oder was weiß ich. Ich habe Schüler in der 7. Klasse, 8. Klasse ohne Smartphone. Wirklich die einzigen in der Klasse. Die sagen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Meine Eltern haben mir das erklärt. Ich habe super Freunde. Ich habe ein Tastenhandy. Da kann man SMS schreiben. Die anderen diskutieren stundenlang über die Klassenparty. Und mein Kumpel schreibt mir am Ende einen Satz. Du sollst Kartoffelsalat mitbringen. Das spart mir Lebenszeit. Der ist selbstlos. Es ist ein Problem für Kinder, gebe ich Ihnen recht, die irgendwie nicht so selbstbewusst sind oder die aus irgendwelchen Gründen ausgegrenzt werden. Aber das Problem lösen sie nicht mit dem Statussymbol. Definitiv nicht. Und ich habe auch Kids in der Oberstufe, teilweise, die sagen, ich will kein Smartphone. Ich habe einen Laptop, ich habe ein iPad. Dagegen kann ich mich schon nicht wehren. Wenn ich jetzt noch ein Smartphone habe, dann komme ich da gar nicht mehr von weg. Ich will das nicht. Und die haben keine Probleme in ihren Gruppen. Die haben dann mögliche Freunde, die sagen ihnen auf anderen Wegen Bescheid, wenn irgendwas ist. Und Beispiel, wir haben hier ein Ostercamp, jedes Jahr Basketball. Da habe ich 25 Trainer drin, die meisten Ex-Schüler von hier, und die müssen Signal haben, sonst können die nicht coachen. Weil ich habe eine Gruppe auf Signal gemacht, ich habe kein WhatsApp. Signal kann alles, was WhatsApp kann, und dann sind die alle in Signal rein. Und die Gruppe nervt dann teilweise genauso wie eine WhatsApp-Gruppe, weil wenn einer einen dummen Witz macht, machen alle einen oben drauf. Das ändert sich nicht, aber auch Erwachsene können ohne WhatsApp leben. Und die Sportklasse ist die Klasse mit den wenigsten Smartphones. Obwohl alle Eltern immer sagen, Sportverein ohne WhatsApp kann man gar nicht organisieren. Ich war bis vor ein paar Jahren Jugendtrainer. Ich habe es nicht erlaubt, dass meine Jungs selber WhatsApp-Gruppen hatten, und ich habe auch meine Eltern ganz altmodisch per E-Mail organisiert. Macht ihr WhatsApp-Gruppen, ist mir egal, ich will da nicht drin sein. Ich kriege manchmal Screenshots gezeigt von Eltern-WhatsApp-Gruppen. Da würde ich im Leben nicht rein wollen. Also auch Mobbing unter Eltern. Dein Sohn hat heute wieder, meine Tochter hat wegen deinem Sohn überhaupt nichts mitbekommen. Ne? Und muss ich jetzt die Hausaufgaben irgendwie organisieren. Und also es ist schwierig. Aber Mobbing, sagen Ihnen auch Psychologen und Mobbing-Experten, Mobbing hat nie was mit Äußerlichkeiten zu tun. Und selbstbewusste, wir haben hier selbstbewusste Kinder, die laufen mit den letzten Klamotten und den wildesten Frisuren rum, wo jeder denkt, da mache ich einen Spruch und dann fällt der Ton um und dann macht er einfach einen Spruch zurück. Ich hatte, ja, ist ein Randthema, eine Schülerin in der 5, die hatte ein Problem mit Blähungen und die wurde Pupsi genannt, auf einmal. Das hat sie extrem belastet. Und dann habe ich mit ihr geübt, weil ihre Eltern das nicht gemacht haben, wie man auf Sprüche reagiert. Immer wieder mal, Viertelstunde in der Pause, ich habe sie provoziert und sie musste überlegen, was sie macht. Und dann hat wieder einer Pupsi zu ihr gesagt. Und anstatt Tränen zu drücken, sagt sie auf einmal, weißt du was, kennst du die Badewanne auf dem Schulhof? Geh doch mal zu der und sag zu der Pupsi, vielleicht interessiert es die Badewanne. Mir ist es scheißegal, du bist ein Vollpfosten, lass mich in Ruhe. Und er hat nie mehr was gesagt. Also die beste Impfung gegen Mobbing ist Selbstvertrauen. Und da sind wir bei dem, ich überbehüte mein Kind, das wird nicht selbstbewusst. Wenn Mama und Papa immer alles lösen.
Medienkompetenzen lernen, genau das Gegenteil. Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind bei uns in der IT-Gruppe mitarbeitet als Schüler, um uns zu helfen, dann geben Sie ihm möglichst spät ein Smartphone. Weil nur dann interessiert sich das für den Rechner. Wir finden kaum noch Schüler, die davon Ahnung haben, weil die alle nur noch ein Smartphone wollen. Und wenn ich in der 7. Klasse frage, ich schenke euch hypothetisch das neueste iPhone oder das neueste MacBook Pro, dann melden sich alle sofort und sagen, ich nehme das iPhone. Bis auf den einen Hochbegabten, der dann sagt, ihr seid so blöd, ich nehme das MacBook, natürlich. Sage ich, ja, warum? Und freue mich, wenigstens einer. Der sagt dann, das ist doppelt so teuer, das verkaufe ich, habe ich zwei iPhones. Aber IT können die nicht mehr. Ich mache in der 7. Klasse 2 Tage PowerPoint, komplett im Computerraum. Ich fange jedes Jahr weiter vorne an. Mittlerweile sind wir wieder bei Schriftarten fett unterstreichen, kursiv und eine Überschrift in die Mitte zentrieren. Ohne 30 Leerzeichen. Die haben keine Ahnung mehr. Weil wenn wir ihnen das in der Schule zeigen und die das zu Hause nicht anwenden, weil die nur noch am Handy sind, dann hilft es nichts. Und stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeinen Abschluss gemacht und hätten den auf dem Smartphone tippen müssen. Dann hätten Sie heute noch keine Kinder, weil Sie immer noch an der Uni wären mit Word, Mobile irgendwie Ihre Masterarbeit schreiben. Und Thema Kontrolle haben wir ja gehabt, finde ich schwierig. Wissen Sie, U14 auf jeden Fall, welche Inhalte und Apps die Kinder auf dem Handy haben, Urheberrecht, kostenfrei, alles was teuer wird, muss man denen auch mal eine Ansage machen, weil es auch beim Beispiel bei Filme-Downloads immer noch vierstellig werden kann, wenn man Abmahnungen bekommt. Da muss man sich einen Anwalt holen, um das abzubügeln, ist nervig und immer noch teuer. Für mich als Lehrer entscheidend kann Medienkonsum, wenn er nicht altersgemäß ist, vom Zeitumfang, von den Inhalten her, Entwicklung, Gesundheit, Schulerfolg beeinträchtigen. Wie verkraftet Ihr Kind alles, was Sie schon mal gesehen haben? Oder das, was ich Ihnen heute vorgeführt habe, diese Tafel da. Würde es Ihnen davon erzählen? Da müssen wir aktiv dran arbeiten. Und sind wir ein gutes Vorbild? Oder gehören wir zu denen quer durch alle Altersgruppen? Man verabredet sich mit jemandem, geht mit dem essen und mein Gegenüber ist permanent am Handy. Wenn ein Kurs von mir bei mir zu Hause ist, zum Kurstreffen, steht da eine Schale, dann kommen alle Handys rein und wenn die gehen, nehmen sie die wieder raus und wer es vorher rausnimmt, muss abspülen. Bei meinem jetzigen LK brauchte ich das nicht. Wir haben gegrillt und keiner hat sein Smartphone in der Hand. Hätten die damit angefangen, hätte ich den Korb geholt. Alles gut. So, zum Schluss noch, das ist mein Handynutzungsvertrag, da gibt es ganz viele im Netz, da habe ich die aus meiner Sicht wichtigsten 16 Punkte reingeschrieben, die man mit einem Kind besprochen haben muss, wenn man dem Kind ein Smartphone gibt. Sie schauen da hinten so, als wäre es ein Sehtest, aber muss man jetzt nicht lesen, ist auf meiner Website. Viel wichtiger als am Ende Unterschrift ist, wir haben mal mindestens eine halbe Stunde über alle möglichen Themen gesprochen. Und dann passiert dem Kind irgendwas und es denkt hoffentlich, oh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich mache jetzt das und das mache ich nicht. Das ist eigentlich der Grund von diesem Handynutzungsvertrag. So, von Folie 28 auf 59. Es ist ein Riesenthema. Wir könnten jetzt noch 2 Stunden weitermachen, dann wären wir ganz rund. Aber es verändert sich eh permanent. Und das waren die wichtigsten Inhalte. Das Wichtigste ist, man darf sich aus dem Thema auf keinen Fall irgendwie ausklinken. Lothar Matthäus hatte ja immer super Tipps bei verlorenen Spielen, auch wenn Sie ältere Kinder haben und denken, oh Mann, da ist so viel schiefgegangen. Ich würde auch einem 14-Jährigen jetzt noch erklären, ich habe meine Meinung geändert, dein Handy bleibt abends im Esszimmer oder noch besser bei Ihnen im Schlafzimmer. Denn wenn er zum ersten Mal verknallt ist, geht er ins Esszimmer und holt sein Smartphone. Das Problem ist, dass die meisten Eltern denken, auch Großteil unseres Jahrgangs, ihr Kind hätte kein Problem damit. Das denken 80% nach Umfragen aller Eltern. Dann sehen wir einmal kurz vor Corona eine Umfrage aus der Schweiz und haben Sie im Hinterkopf, unter Corona ist alles, alle roten Punkte maximal eskaliert. Und schon vor Corona hat man gesehen, bei den 12-Jährigen ungefähr, hatten 80% mindestens eine heftige Online-Erfahrung, die sie nicht haben wollten. Und dann ist die Frage, haben Sie da mit Ihren Eltern gesprochen oder haben Sie irgendwie versucht, das mit sich alleine irgendwie zu regeln oder mit Ihren Freunden? Von daher
ist unser Versuch jetzt schon, ich glaube 2008 haben wir angefangen mit diesen Elternabenden. Damals war der Auslöser das Schüler-VZ, wo meine Tochter rein wollte und sie war die Einzige, die ankam und sagte, Papa, es gibt ein Schüler-VZ, kennst du nicht, ne? Alle gehen da rein, darf ich auch. Und dann haben wir uns das angeschaut. Alles eingestellt, dann hatte jeder Jahrgang eine Doppelstunde bei mir zum Thema Schüler-VZ, weil alles offen war und wir haben einen Elternabend gemacht. Wir versuchen, die Elternschaft auf das Pferd zu setzen, das heißt Medienerziehung. Reiten können nur die Eltern, wir unterstützen und helfen auch bei Krisen, aber wenn sie absteigen, dann schauen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann so in die Schule, kann es alleine nicht leisten. Also den Löwenanteil, und der ist nervig, jeden Abend, bei mir nicht mehr, ne, bei Ihnen schon, den müssen Sie als Eltern leisten. Haben Sie noch Fragen? Auf den Punkt 2 Stunden. Was schätzen Sie, wie wir jetzt in 10 Jahren aussehen? Also wir haben 30 Jahre Verkehr gehabt in Deutschland, bis die Polizei gemerkt hat, wir brauchen Verkehrserziehung in der Schule. Ich hoffe, dass sich da was tut. Das Schlimme wäre, wenn einem Politikerkind was ganz Heftiges passiert und auf einmal die Politik sagt, oh, wir müssen jetzt unbedingt. Ich behaupte, also die Lehrerin, die ihren Job verliert, hätte ihn nicht verloren, wenn sie bei mir eine Fortbildung gemacht hätte, 100 Pro. Das Mädchen aus Baden-Württemberg, das hier ermordet wurde in Hessen, die 14-Jährige, würde noch leben, wenn sie bei mir Unterricht gehabt hätte. Das lernen die Schüler und Schülerinnen hier. Man chattet nicht privat mit intimen Dateien, mit Wildfremden online. Da haben wir noch nie einen Fall gehabt hier. Und wenn was passiert und eine Schülerin beratungsresistent ist, dann kommen immer Mitschülerinnen zu mir und sagen, die will sich mit jemandem treffen. Und dann bremsen wir die auch. Habe ich auch schon 3-mal gehabt. Also, dass Prävention funktioniert, ja, auch wenn sie nicht messbar ist. Aber für mich heißt es, ich habe zig Fälle an allen möglichen Schulen in Wiesbaden und außerhalb. Aber hier in den letzten 10 Jahren genau 3, die heftig waren. Und da ist die Schulgemeinde, vor allem die Kids, auch aber sehr entspannt umgegangen mit im Vergleich zu anderen Schulen in der Reaktion. Die Kinder haben alle hier Abi gemacht, nachdem ihnen das passiert war. Also mein Hauptziel ist immer, dass gemobbte Kinder, die bloßgestellt werden, nicht die Schule verlassen. Weil das hilft nichts. Wenn man hier wegen einem Nacktfoto weggeht an die Elli Heuss, ist das Foto da längst angekommen. Und dann fängt man da neu an. Es ist auch schon da und man hat 0 Freunde. Das ist eigentlich noch schlimmer. Wenn Sie ein Problem haben, Sie haben ja auch meine Adresse über die Schulwebsite, schreiben Sie mir eine Mail und Sie kriegen meistens innerhalb von einem Tag auch eine Antwort. Aber ich gehe davon aus, dass in der Unterstufe wenig bis gar nichts passiert, wie in den letzten Jahren auch. Ja, dann vielen Dank, dass Sie da waren und auf den nächsten Elternabend. Dankeschön. Auf dem nächsten Elternabend haben Sie jetzt einen Auftrag gegenüber denen, die nicht da waren. Schönen Abend noch. Die Stühle können alle stehen bleiben.